Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachbloß. Es gibt wieder Neues aus der Parallelwelt. Ich war wieder zu Gast bei Parappa in Radio Zockerbude und zusammen mit HuDMX haben wir über Batman gesprochen und zwar über die klassischen Batman-Filme, sprich Batman von 1989, Batman Returns, Batman Forever und Batman und Robin. Das war ein gar lustig Gespräch und deswegen gebe ich jetzt ab zu Parappa und schalte rüber nach Gotham City und habe endlich Gelegenheit, mal folgenden Soundeffekt zu benutzen. Kommen wir nun zum Hauptthema der heutigen Ausgabe und zwar anlässlich 30 Jahre Tim Burtons Batman habe ich mir gedacht, wir sprechen heute einfach mal über auch die ganze Filmreihe von Batman, die dieser Film von 1989 ausgelöst hat, könnte man sagen. Es sind insgesamt 4 Filme geworden, die sich dann quer durch die 90er zogen. Und da Batman-Superschurken ja selten allein kommen, sondern meistens als Duo, manchmal sogar zu dritt, habe ich mir gedacht, das werden wir im Geiste dieser Reihe das ähnlich handhaben. Deswegen habe ich 2 Gäste am Start. Einmal den Mann, der schon mehrfach dabei beobachtet wurde, wie er im blassen Mondlicht mit dem Teufel tanzte, und zwar dem Michel. Hallo. Das nehme ich mal als Hallo, vielen Dank. Und an meiner anderen Seite sitzt der Mann, der auf diesem stinkenden Podcast gespielt hat, wie auf einer Teufelsharfe, Hude M to the X. Ja, der Ace-Mann klingelt nur 2-mal. Sehr schön, damit sind wir doch richtig gut drin. Und bevor wir die Filme jetzt wieder am Stück durchgehen, wie wir es immer so handhaben, dachte ich, mache ich mal wieder eine lustige Einstiegsfrage, auf die ihr beide nicht vorbereitet seid. Na, bravo. Und zwar Lieblingsschurke im Batman-Universum, unabhängig von den Filmen, einfach allgemein. Michel fängt an. Scarecrow. Mehr dazu? Er begründet es. Ich weiß nicht, also ich mag vor allem, also erstmal das Design fand ich halt total cool, sowohl in, so wie er in der Zeichentrickserie aussieht, als auch die ganzen, also in Arkham, in den Arkham-Spielen zum Beispiel, ist er total cool. Ich mag halt auch diese ganze Nummer mit dem, dass er halt eben mit den Ängsten spielt, der Menschen und vor allem mit Batman und so. Ich finde das Konzept einfach ziemlich cool. Nun geht's heute zwar nicht um Batman Begins, aber wie fandest du Scarecrow da? Weil da war er ja, also da ist er zum ersten Mal richtig verfilmt worden mit Live-Action. Ja, da kommt er halt ein bisschen zu kurz, was das angeht. Das war ein bisschen schade. Also ich finde den Typen, der, ich weiß den Schauspielernamen jetzt gerade nicht, ich finde den so cool, wie er das spielt, aber so als die Figur Scarecrow, das hätte ich gern ein bisschen mehr gehabt. Ja, das stimme ich zu. Der hat so ein bisschen die zweite Geige hinter Ra's al Ghul gespielt. Ja. In dem auch meiner Meinung nach schwächstem Film aus der Nolan-Trilogie. Aber gut, darum geht's ja heute nicht. Es sei denn, du möchtest mir widersprechen, nur zu. Ach, das widersprechen wir vielleicht in einem anderen Podcast. Sehr gerne. Rude, wie sieht's bei dir aus? Mein Lieblingsschurke, und das passt ziemlich gut, ist eigentlich Mr. Freeze. Und zwar Mr. Freeze so dargestellt wie in der Animated Series und in die aktuellen Comics. Der hat tatsächlich durch die Cartoon-Serie aus den 90ern echt gut zugelegt, auch an Persönlichkeit und an Tiefe. Genau. Ich glaube, die haben ja das erfunden mit der Ehefrau, die auf Eis liegt und dieser sehr tragischen Hintergrundgeschichte, weil soweit ich mich erinnere, weil Mr. Freeze kam doch auch, glaube ich, bei der Adam West-Serie vor. Ah, da war es halt einfach nur irgendein Dude mit einer Eiskanone, oder? Ja, genau. 3 Auftritte, 3-mal von verschiedenen Schauspielern. Einer davon war sogar Deutscher mit deutschem Akzent. Ganz wunderbar. Schön. Na, aber stimmt, in die Originalcomics war es halt nur ein Gimmick-Schurke, eben der Leute einfrieren kann. Und erst durch die Animated Series hat man ihm eine passende Hintergrundgeschichte spendiert und die ist ja richtig, richtig cool. Und deswegen ist das einer von meinen absoluten Lieblingsschurken. Und ich warte immer noch drauf, dass er passabel bis gut in einem Live-Action-Film dargestellt wird. Da kommen wir ja nachher noch drauf zu sprechen. Ich freue mich schon drauf. Aber jetzt, wo wir gerade Mr. Freeze erwähnt haben, umso mehr möchte ich dann irgendwann mal den Podcast angehen, dass wir die Cartoon-Filme mal durchgehen, weil Eiszeit habe ich irgendwo noch auf VHS rumliegen. Also die Cartoons, also die Animated Series hat ja seinen eigenen Mr. Freeze-Film gemacht. Und da, ich meine, der war ziemlich cool. Wortspiel war jetzt eigentlich nicht beabsichtigt. Ich glaube, da kommt man aber auch nicht drum rum bei dem. In dem Moment, wo ich cool sagte, ist es mir aufgefallen und dachte, oh nein. In bester Schumacher-Tradition.
Ja, das ist der innere Schwarzenegger, den kann man nicht zähmen. Mhm. Aber gehen wir jetzt einfach die Filme. Ach nee, ich bin noch gar nicht dran gewesen. Mein Lieblingsschurk ist übrigens der Riddler. Ja, auch schön. Riddler mochte ich, glaube ich, immer am meisten, weil ich ihn für den kreativsten Schurken halte. Und ich habe deswegen auch immer das Gefühl gehabt, dass er eher, also ich bin ja auch großer Fan der Animated Series gewesen und ich fand es immer schade, dass er dort auch nur so eher wenig Auftritte hatte, hatte ich das Gefühl. Ich glaube auch nur 4, 5 Folgen oder so. Also wirklich Riddler-Folgen, jetzt nicht irgendwie. Es gab auch diese Gerichtsepisode, wo quasi mehrere Bösewichte drin sind. Das würde ich jetzt mal nicht mitzählen. Aber Riddler mochte ich immer, weil du halt dort so viele coole Sachen mit ihm machen kannst. Und er war halt wirklich für mich der Vorzeigebösewicht bei der Adam West-Serie. Ich fand, er war dort wirklich so der Hauptschurke und noch nicht so sehr der Joker. Der die Joker-Popularität, die begann ja meiner Meinung nach sowieso erst mit den Comics der 80er Jahre. Und dann auch mit Tim Burton. Vorher bei Adam West hatte ich immer so das Gefühl, Riddler ist so der Hauptgegenspieler von Batman zu der Zeit gewesen. Und allgemein fand ich, Riddler hat es eigentlich immer ganz okay getroffen, was Verfilmungen oder auch Umsetzungen angeht, sowohl bei der Animated Series, sowohl bei Batman Forever, worüber wir nachher noch reden, aber auch zum Beispiel bei The Batman, das war ja diese 2003er-Serie, da hat er so ein bisschen so ein Emo-Design bekommen, was ich ganz cool fand. Aber auch bei den Arkham-Spielen tauchte er, glaube ich, erst relativ spät aus. Im ersten Arkham-Spiel hat er, glaube ich, nur so hier und da so irgendwelche solche Sammel-100%-Quests irgendwie rumliegen lassen. Der ist optional. Du kriegst ihn zu sehen, wenn du diese ganzen Sammelquests halt schaffst. Das artet echt in Arbeit aus. Glaube ich gern. Ich habe es einmal durchgespielt, Arkham Asylum, fand es ziemlich cool, aber das wollte ich mir dann nicht geben. Und was ich schade finde, weil, wie gesagt, Riddler mag ich sehr, sehr gerne. Ja, ich finde die Frage ist auch unfair, aber weil gerade Batman hat so viele geile Bösewichte, also allein Batman hat schon mehr coole Bösewichte als das komplette Marvel Universum. Ist es noch so? Es gibt noch Bane zum Beispiel, der ist auch total super. Richtig klasse war Baby Doll. Oh ja. Ja. Nee, Baby Doll ist gut. Gab's sie außerhalb von der Animated Series? Ich denke schon. Also mir wäre nicht aufgefallen, dass das ein Original Villain ist, weil ich glaube, der einzige Schurke, der wirklich für die Serie konzipiert worden ist, das war ja die Harley Quinn. Mhm. Auf die kommen wir bestimmt auch noch zu sprechen heute. Auch wenn sie nicht in den Film auftauchte, aber es gab ja quasi einen geplanten 5. Film und da wären wir dann quasi zu Harley gekommen. Aber dazu dann später. Ich habe auch schon überlegt, als ich so darüber nachgedacht hätte, welche Schurken ich mir noch gewünscht hätte, vielleicht irgendwann für Verfilmungen. Ich habe halt überlegt, ob der Bauchredner noch eine Möglichkeit wäre. Oh, aber ich finde, der ist eine harte Gratwanderung zwischen zu trashigen Cartoony-Bösewicht, aber auch sehr düster und ernst kannst du es machen. Ich glaube, da brauchst du wirklich einen sehr guten Regisseur, der da die Waage hinbekommt. Weil ich finde, der ist so eine Figur, so ähnlich, finde ich, wie Gollum. Die kann halt wirklich schnell kippen ins Lächerliche oder ins sehr Ernste. Oder mit dem Tim Burton hätte es sicher funktioniert. Gut möglich, aber dann überlege ich auch, okay, der hättest du wirklich in den frühen 90ern, der hättest wahrscheinlich wirklich eine coole Puppe bekommen. Ich habe halt auch überlegt, okay, wie ist mit solchen Typen Man-Bat oder Killer Croc oder sowas. Und da dachte ich, oh Gott, wenn das in den 90ern gekommen wäre, das CGI, was sie für Man-Bat verwendet hätten, da hätte man auch einen ganzen Podcast wahrscheinlich mit füllen können. So spät 90er CGI mit Joel Schumacher, mit Man-Bat. Oh, ja. Geil. Nee, gut, aber fangen wir an mit Batman 89, der für viele Leute als einer der besten, vielleicht sogar der beste Batman-Film gilt. Hat schon, finde ich, zu einem gewissen Revival von auch der Popularität von Comics oder Comic-Umsetzungen im Allgemeinen geführt, hatte ich zumindest immer das Gefühl. Klar gab es in den 80ern viele gute Cartoon-Serien, aber so wirklich wieder mal so einen klassischen Comic, weil Batman ist ja wirklich ein alter Comic, wieder so aufleben zu lassen. Ich bin schon der Ansicht, dass dieser Tim Burton-Film ja nicht nur die, also und dass es ohne diesen Film wahrscheinlich weder die Animated Series in der Serie der Form gegeben hätte, aber auch eben nicht die ganzen Fortsetzungen, die es dann noch nach sich zog. Mit der Animated Series hast du schon recht, die ist nämlich nur entstanden eben wegen am Film, weil Warner Brothers schnell ein Cash-In haben wollte. Und das war mit 1992 oder 91 halt mit der Serie einfacher als mit einem weiteren Film, der noch in der Produktion war. Aber Batmans Rückkehr kam ja 92, also ist ja dann fast etwa zeitgleich entschieden. Also die Animated Series kam 92, ich hatte gedacht, die käme schon früher vielleicht, so wirklich direkt im Anschluss an 89. Nein, die ist erst entweder zeitlich oder kurz vor Batmans Rückkehr im Fernsehen gelaufen. Aber reden wir doch mal
über das, was damals, auch wenn es noch kein Internet gab, angeblich wohl einen Shitstorm ausgelöst hatte. Michael Keaton als Batman. Kann ich mir heute kaum noch vorstellen, dass da Leute dagegen waren, weil irgendwie ist er für mich einer der quintessentiellen Batmans geworden. Und ich kannte Batman ja auch gar nicht so groß anders, weil ich bin ja auch wirklich an das Franchise erst mit den Tim Burton-Filmen rangekommen. Und deswegen, wie fandet ihr Michael Keaton als Batman? Also ich finde, Michael Keaton ist ein super Batman. Im ersten, also im Original-Batman-Film ist, würde ich noch sagen, vor allem gegen Anfang wirkt er noch ein bisschen unsicher in der Rolle. Aber spätestens in Batmans Rückkehr, wo dann zu Beginn dieses Lichtsignal, das Bat-Signal kommt und er auf seinen Stuhl sitzt und wartet und dann aufsteht, da merkt man einfach, Michael Keaton ist Batman. Und das, der ist für die Rolle geboren. Der hat ja diese Gesichtszüge, was teilweise schon ausschaut wie das Gesicht von der Maske selbst. Herrlich. Wirklich toller Schauspieler. Und ich finde, der kann auch diese Dualität super spüren. Also er ist sowohl ein guter Bruce Wayne als auch ein richtig guter Batman. Ich finde es nur schade, dass man in der deutschen Fassung nicht geschafft hat, vielleicht, dass er die Stimme ein bisschen als Batman verstellt hätte, weil so hört sich der Batman ein bisschen sehr brav an, aber halb so schlimm. Also ich muss sagen, ich bin jetzt, ich gehe zum Teil mit, also zum einen, dass Michael Keaton ein geiler Schauspieler ist. Aber ich finde, also für mich ist Batman halt so eine richtige Kante, halt so, ne, der wird ja definiert als quasi ein, obwohl er keine Superkräfte hat, als ein Mensch, der quasi an die Grenze des Menschenmöglichen durchtrainiert ist und halt quasi, ne, die, er ist halt die absolute Kampfmaschine und ja. Michael Keaton ist halt ein relativ kleiner Mann. Mhm. Ich finde, ihm fehlt so ein bisschen die Physis für Batman. Also er spielt den Bruce Wayne, also er spielt die Rolle gut, aber ich finde ihn rein optisch, finde ich ihn jetzt nicht ganz perfekt besetzt oder so. Also man nimmt ihn nicht toll, so ab, dass er quasi irgendwelche Gangster verprügeln würde nachts. Nee, genau. Also man nimmt ihm diese, also man muss auch sagen, die ersten beiden Batman-Filme sind auch gar nicht mal so arg actionlastig. Ich habe jetzt extra mal drauf geachtet, es gibt relativ wenig Batman-Action, es wird ganz viel im Auto gefahren, aber so Gangster verprügeln kommt eher später in den Schumacher-Filmen vor. Mhm. Aber Michael Keaton darf generell noch gar nicht so arg aufs Maul hauen. Was aber vor allem daran liegt, dass das Kostüm so steif war. Also die haben wirkliche Probleme mit dem Kostüm gehabt. Also er kann ja zum Beispiel nicht einmal den Kopf drehen, er muss den ganzen Körper drehen, damit er sich umschaut. Ich meine, ist auch ein bisschen ikonisch dadurch seine Bewegungen. Das ist schon ein Meme. Ja, genau, aber es sind zum Beispiel jede Menge Action-Szenen geplant gewesen für den ersten Teil, aber die haben schon bei den Drehproben gemerkt, ne, das wird so nicht funktionieren, also müssen wir das irgendwie anders machen. Das ist mir auch beim Film noch mal, beim Schauen der Filme jetzt nochmal aufgefallen, dass ich dachte, dass er halt immer, wenn er sich irgendwie umdreht, wie unpraktisch dieses Kostüm eigentlich ist, um gegen mehrere Leute allein schon zu kämpfen, weil dadurch, dass du den Kopf nicht drehen kannst, er sich halt mit dem ganzen Oberkörper immer umdrehen muss, wirkt schon arg unpraktisch. Also dafür, dass er das quasi ja auch über Jahre geplant hat, seinen Batman-Rachefeldzug, ist ihm das vielleicht ein bisschen spät aufgefallen, dieses Detail, diesen kleinen Designfehler in seinem Kostüm. Aber man muss dazu sagen, das Batman-Kostüm in dem Film sieht einfach mal wirklich Bombe aus. Ja, das ist super. Sehr beeindruckend. Also ich mag halt, dass Batman auch wirklich sehr schwarz wirkt dadurch, weil ich finde, die alten Batmans hatte ich immer das Gefühl, dass sie immer sehr grau rüberkamen. Und ich finde, diesen kompletten schwarzen Anzug finde ich eigentlich deutlich bedrohlicher. Und das ist halt gerade dieses Keaton, dieses Tim Burton, dieses schlanke Design, was er irgendwie hat. Irgendwie minimalistisch, aber trotzdem detailreich. Ich finde das Batman-Kostüm in den ersten beiden Filmen vor allem wirklich sehr stark. Was Keaton angeht, da stimme ich Michel zu, dass ich auch jetzt wahrscheinlich mich wenig beeindruckt von ihm zeigen würde. Würde jetzt quasi zu mir kommen und sagen, hey, schau dich. da würde ich wahrscheinlich sagen, ey, ich hau zurück. Aber was ich an ihm mag, ist, dass er tatsächlich so ein bisschen was Verkorkstes an sich hat. Wenn du ihn jetzt wirklich als Bruce Wayne siehst, gerade im ersten Film, finde ich, dass wenn er am Anfang diese Gala hat, wo er zum ersten Mal Vicky Vale trifft und Alexander Knox und so weiter da in seiner Waffenhalle, hat man schon den Eindruck, okay, das ist irgendwie ein seltsamer Eigenbrötler. Der ist irgendwie super reich, aber der ist irgendwie seltsam, der Typ. Und ich finde, das macht fremd. Das macht ihn zu einem interessanten Bruce Wayne. Ich habe überlegt, ob das insofern gut ist, weil eigentlich sollte Bruce Wayne ja immer sehr unverdächtig sein. Deswegen spielt er ja auch diese Rolle als Playboy. Und für einen Playboy halte ich jetzt Keaton auch nicht unbedingt.
Da sind spätere Batmans, da denke ich vor allem an Clooney, da wesentlich besser besetzt gewesen in dieser Bruce Wayne, ich bin der Mega-Playboy-Rolle. aber was ich an Keaton aber trotzdem mag, ist halt, er dadurch, dass er eben auch eben nicht so bedrohlich aussieht, das macht ihn irgendwie so unverdächtig. Also wenn du auf der Party, wenn jemand gesagt hätte, du weißt du, ich glaube, der Bruce Wayne, das könnte Batman sein, da würden, glaube ich, die anderen sagen, ja, sicher. Ja, nee, ist klar. Während zum Beispiel, wir reden zwar nicht über die Nolan-Filme, aber ich finde zum Beispiel, Bale übertreibt es halt komplett mit seinem Bruce Wayne. Den finde ich halt mega verdächtig und auffällig. Also da würde ich sofort denken, ja stimmt, das könnte Batman sein. So. Ja, aber, okay. Man muss da halt immer so ein bisschen drüber wegsehen, dass diese Maske halt eigentlich keine ist. Ne? Also das ist halt das typische Comic-Ding. Ja, man klebt ihm ein schwarzes Ding ins Gesicht und schon erkennt ihn keiner mehr. Das ist ja. Wobei bei Batman, da siehst du ja wirklich nur den Mund nicht. Aber da denke ich jetzt eher an Robin. Den fand ich immer wesentlich lustiger, ja, dass den keiner erkennt. Die Augen schwarz angemalt und schon erkennt ihn keiner mehr. Ja, vor allem bei Adam West damals, weil da war das Kostüm ja wirklich nur so ein schwarzes kleines Mäskchen. aber Batman zumindest, okay, da finde ich, der ist noch verhüllt genug. Aber da stimmt's auch, was Hude sagt, dass er dadurch, dass er die gleiche Stimme hat in beiden Fällen, ist vielleicht trotzdem ein bisschen auffällig. Dabei sieht man ja von Bruce Wayne und Batman gar nicht mal so viel, gerade im ersten Film. Der erste Film lebt ja eindeutig mehr vom Joker, der gefühlt mehr wesentlich mehr Bildschirmpräsenz hat. Und das bringt uns zu Kollege Jack Nicholson, der den Joker spielt und auch, da sag ich mal, seine Fingerabdrücke hinterlassen hat und es bis heute ja immer wieder Diskussionen gibt um den besten Joker, bei dem er natürlich auch immer ziemlich weit oben mitmischt. Ja, gerade jetzt wieder, wo der neue Joker-Film im Kino ist, geht's jetzt wieder los, wer ist der beste Joker? Wobei ich die Diskussion vielleicht gar nicht führen würde, weil der neue Joker ist ja in dem Sinne auch, hat ja nicht wirklich was mit dem Batman-Joker zu tun. Also, das führt jetzt zu weit, diese Diskussion aufzumachen, aber nee, hat er nicht. Also das ist kein, der neue Joker ist kein Batman-Bösewicht. Das ist einfach nur die Figur und eine andere Art, wie man da rangeht und so. Deswegen würde ich das zum Beispiel nicht wirklich vergleichen, während ich schon, ansonsten finde ich die Vergleiche schon okay oder nett zu diskutieren finde. Also auch, dass man da auch Mark Hamill mal mit einbezieht und solche Geschichten, wo ich da immer schade finde, dass der nie den Joker auch mal live spielen durfte. Das stimmt, ja. Stimmt, das wäre auch mal ganz geil gewesen, ja. Mittlerweile ist er ein bisschen zu alt dafür. Ne, wobei, da Mark Hamill darf ja zum Beispiel in der neuen Flash-Serie den Trickster spielen. Und da legt er die Rolle halt sehr stark wie den Joker an. Und da merkt man, na, vielleicht kennt er doch noch diesen Jack Nicholson-artigen Mob-Boss Joker spüren. Na, wer war's? Vielleicht? Reden wir wieder über Jack Nicholson. Der ist natürlich eine Paraderolle für ihn. Also, der darf ja immer sehr gerne so ein bisschen irre Typen spielen. Und beim Joker hatte ich so das Gefühl, er ist einfach nur Jack Nicholson halt nur auf 110% gedreht eigentlich. Und das ist ja eine Kritik, die, glaube ich, auch später Jim Carrey einstecken musste, wenn wir dann über Batman Forever reden. Aber ich weiß nicht, ich finde, er ist einfach einer der unterhaltsamsten Joker, weil ich finde, für einen guten Joker, gerade was im Batman-Bereich geht's, er definiert sich dadurch für mich, dass er es schafft, dieses Bitterböse rauszuspielen, aber auch, dass er gleichzeitig unterhaltsam und witzig ist. Also, dass ich über seine manchmal blöden Witze lachen kann, aber dann vielleicht denke, oh, eigentlich sollte ich ja gar nicht mit ihm lachen, er ist ja der Schurke. Und das ist, finde ich, eigentlich die größte Faszination mit dem Joker. Deswegen ist für mich auch Mark Hamills Joker eigentlich so der Beste, weil er hat eigentlich, finde ich, diese Waage perfekt hinbekommen. Wie geht's denn euch mit Nicholson? Also ich muss sagen, also ich finde ihn cool, so wie er gespielt ist. Es gibt ja 9000 Varianten, wie man den Joker anlegen kann. Auch es gibt ja, ne, auch in den Comics gibt's ja die tollsten Sachen. Ich finde es immer besser eigentlich, wenn der Joker, wenn man nicht weiß, wer er ist. Ne, wenn der Joker quasi nur diese Figur ist und niemand weiß, wer steckt eigentlich hinter der Maske. In dem Fall haben wir halt einen Joker, der, von dem man von vornherein weiß, wer er ist. Nämlich Jack Napier heißt er, glaube ich, im Film. Ja. Aber so wie es Jack Nicholson darstellt, ist natürlich großartig. Ja, die Maske ist fantastisch. dieses Dauergrinsen. Wobei ich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal wirklich kapiert habe, dass das irgendwie von einem Streifschuss oder sowas kommt. Diese, wo sie ihm dann quasi das Gesicht wieder zurecht operieren. Ach so, das ist mir noch nie der Gedanke gekommen. Aber stimmt, jetzt wo du es sagst. Ich dachte immer, das käme auch durch die Säure oder so, aber er kriegt, glaube ich, irgendwie einen Streifschuss oder irgendwas ab. Er blutet jedenfalls im Gesicht, bevor er da reinfällt und dann wird er ja operiert. Der Arzt sagt ja dann, es sind viele Nerven durchtrennt worden und das war die einzige Möglichkeit, ihr Gesicht zu retten.
Genau. Und ich dachte, es käme halt auch durch die Säure, dass die das irgendwie die Nervenbahnen durchtrennt hätte oder so. Nee, man sieht es ganz schlecht irgendwie. Also es kriegt irgendwie einen Querschläger oder sowas ab. Man sieht, dass er sich im Gesicht verletzt. Er schießt auf Batman. Batman wirft irgendwie die Kugel ab und dann, dann ist es so ein Querschläger und erwischt ihn im Gesicht und dann dadurch fällt er dann eigentlich erst in die Säure. Genau. Aber dass das Lächeln davon kommt, das ist mir noch gar nicht gekommen, der Gedanke. Also, dass er halt seine lustige neue Hautfarbe durchbekommen hat, ja. Und auch die Haarfarbe ist ja, glaube ich, jetzt naturgrün. Mhm. was ich als Kind vor allem nie geschnallt habe, dass du ihn ja später mit Hautfarbe siehst und dass das aber eigentlich die Schminke ist. Das hat sich mir lange nicht erschlossen. Was ich auch gemerkt habe, jetzt beim nochmal gucken, er tritt ja dann später nochmal in Make-up quasi auf. Da dachte ich mir, färbt er sich dann auch die Haare? Weil er hat dann auch wieder, er ist dann wieder brünett. Er wischt sich dann zwar die Schminke ab später so, aber die Haare sind halt immer noch brünett. Färbt er sich jetzt jedes Mal die Haare, wenn er unter Menschen geht? Wie ich fand die eine der beeindruckendsten Szenen, gerade was den ersten Film angeht, diese Szene bei dem Doktor, wo bei der Gesichts-OP, wo du halt quasi eigentlich nichts siehst, aber du siehst die blutigen Werkzeuge, du hast die Geräusche, diese abgeranzte Kellerpraxis, wo ich mich auch frage, die Genehmigung hat er aber, glaube ich, nicht, oder? Also, aber jedenfalls ist er halt wirklich so richtig schön comic-mäßig, finde ich. Und wie er dann quasi im Schatten sich die Treppe hochkichert, die Lampe kaputt macht. Wunderbar, wie aus dem Horrorfilm. Ja. Herrlich. Ja, super. Ja, man merkt einfach, dass ab der Szene sich der Jack, also der ist ja eher gesetzt gewesen, hat ein bisschen mit seinen Karten rumgespielt. Aber sonst war das eher ein gesetzter Ganove, Gangster oder irgendwie. Und ab dem Moment hat man wirklich gemerkt, es hat Klick gemacht und der Typ ist total durchgedreht. Und über den restlichen Film hinweg hat er ja dann immer diese schlechten Witze und wo man sich dann schon denkt, meint er das jetzt ernst oder so? Und dann, er ist einfach großartig. Jack Nicholson war super für die Rolle. Ich finde es ja so großartig. Es gibt ja dann diese Dualität, wie sein alter Boss mit ihm geredet haben, so wie, Jack, du bist meine Nummer eins. Und dann später noch einmal der Server, Bob, du bist meine Nummer eins. Das habe ich auch mal gedacht. Das ist irgendwie eine sehr seltsame Szene, aber sehr ikonisch auf jeden Fall. Ja. Und also wie er seine Untergebenen behandelt, finde ich auch richtig geil. Also es sind wohl seine Handlanger, aber dann zum Beispiel Bob, der richtig, wirklich seine rechte Hand ist, der sagt dann Bob, Revolver, das war's für Bob, gut, schön. Aber trotzdem, Bob the Goon ist ein wichtiger Schurke in dem Film, das darf man nicht vergessen. Bob the Goon ist so ein Kultcharakter geworden, das ist für mich ähnlich wie Boba Fett. Und keiner weiß, warum der Typ ein Kultcharakter ist, aber er ist es. Also er ist einfach nur der Handlanger, der quasi so gut wie nie Text hat und der so auch extrem ulkig spielt, finde ich. Die Szene, wo der Joker ihn losschickt und Bob setzt sich dann seine Sonnenbrille auf, weil er jetzt inkognito Fotos machen muss. Und dann dreht er sich auf der Stelle zur Tür und macht dann so robotermäßig seine Sonnenbrille auf. Okay, Boss. Und dann geht's. Bob ist großartig. Bob ist für mich so ähnlich wie Tatsu bei Turtles. Der ist auch ist einfach so überzogen handlangerig, dass man ihn einfach lieben muss. Foot, verschwinde! Ninja verschwindet. Ja, das ist herrlich. Ja, Bob the Goon. Es gab ja auch eine Actionfigur von ihm, wo es mich auch sehr gefreut hat. Und basierend auf diesem Tim Burton-Film gab es ja auch eine Hörspielkassettenreihe in Deutschland. Oh, also, die ist so großartig. Ja, und da spielt der Bob eine relativ große Rolle, weil die hatten ja so wenig Figuren in dem Film. Das heißt, die mussten Bob wirklich dort aufbauen in dieser Kassettenreihe. Ach, Bob, mein guter alter Bob. Ja, vor allem, dass sie eben auch wirklich ihn alle Good Old Bob nennen oder guter alter Bob. Also auch Batman nennt ihn ja guter alter Bob und so. Sie haben ja, ich glaube, in der ersten Hörspielkassette noch den Plot vom Film noch erzählt. Genau, ja. Und scheinbar hat der Autor nicht wirklich Daten vom Film selbst gehabt, außer die Figuren und die ungefähre Story. Weil dann gibt's ja das Wortspiel eben tanzt mit dem, mit dem blassen Mondschein mit dem Teufel tanzen. Genau, und das haben sie irgendwie in der Hörspielfassung verändert, das an Reim draus gemacht. Ich tanz wie du und ich beim Mondschein ganz blass. Oder ich im Blick gerade, wie es hieß, nachts findet der Teufel keine Ruhe, dann tanzt er gern wie ich und du oder so. Genau, das war's. Und da habe ich mir dann gedacht, Alter, cool. Und es ist ja in der Hörspielvariante. Ich meine, im ersten Film ist da Alfred eher so ein Nebencharakter. Aber im Hörspiel ist er dann wirklich so ein Hauptcharakter. Das, was er dann erst gegen Ende von der Filmreihe selbst geworden ist. Ja. Ist super. Okay, aber man, die Hörspielreihe ist auch toll, ja. Aber ja, Bob the Goon ist auf jeden Fall sehr kultig. Was ich schon eine etwas manchmal komische Diskrepanz finde, weil du hattest es auch gerade eben erwähnt, dass er als Jack eigentlich wirklich so
ein eher zurückhaltender Typ ist, sehr still, sehr ernst, aber dass trotzdem ihn alle behandeln, als wäre er ein Psychopath, finde ich komisch. Also vor allem dieser Officer Eckert oder wie er hieß, aus Werner. Eckert. Ja, genau, der. dieser eine Polizist, der Eckert heißt, was ich immer wieder lustig finde, dass der halt immer wieder so tut, als wäre Jack Napier halt der mega Psychopath und auch später, wenn dann Batman nachforscht in der Vergangenheit des Jokers, dass man da irgendwie rausfindet, dass der auch da schon ein durchgeknallter Typ war, der mit Interessen für Chemie und Kunst, dass natürlich dann das noch eine wichtige Rolle spielte dann im Film, was er so eigentlich als Joker treibt. Wobei ich eigentlich den Joker als Künstler irgendwie eine witzige Idee finde, ihm sozusagen diesen Charakterzug zu geben, dass er sich selbst für einen Künstler hält. Das ist auch eine super Szene, wo er da mit seinen Minions da in dieses Museum geht und dann zu Hip-Hop aus dem Ghetto-Blaster Bilder verunstaltet. Ja, ich finde sowieso, dass Prince den Soundtrack gemacht hat, ist halt auch einfach irgendwie so ein 80er-Jahre-Ding. Prince war es, ja. Ja, aber die Szene, also überhaupt diese Joker-Minions, die er da irgendwann um sich herum schart, die halt auch nur so kichern durch die Gegend rennt, das ist auch wieder, also das ist typisch Batman natürlich. Ja. Das ist ist für mich so ein bisschen wie bei der Adam West-Serie, wo du dich auch mal fragst, okay, wo kriegen die ihre Handlanger her? Diese abgefahrenen Typen, die sich dann auch noch so anziehen wie die Böse oder wie halt so Abklatsch vom Bösewicht. Genau. Aber das zieht sich auch durch die ganze, auch durch die ganzen Verfilmungen. Ja, das wird von Film zu Film schlimmer, vor allem. Also, bei Schumacher treiben sie es dann auf die Spitze, aber das ist beim ersten schon so, dass er dann halt diese maskierten Minions da hat, die auch in grünen, lila Autos fahren, die genau die Farben von den Joker-Klamotten haben und so. Wo ich mich dann immer frage, wo haben die immer diese Gimmicks sofort her? Ne? Also in dem Fall ist es ja nur ein umlackiertes Auto, aber später die Bösewichte haben ja dann sofort allen möglichen Schnickschnack auch parat, der genau zu ihrer Rolle passt und so. Also irgendwo in Gotham gibt es eine Manufaktur für Superbösewichten. Die haben irgendwie so einen Online-Shop irgendwo. Da merkt man auch wieder, obwohl man sich sehr stark sichtlich von der Adam West-Serie differenzieren wollte, hat man das bei den Schurken irgendwie identisch gelassen, weil kaum wird Jack zu Joker, hat er sofort so einen typischen 66er Batman-Schurken-Hideout, wo überall Gimmicks an die Wände hängen. Genau. Genau, die haben auch immer direkt dieses Versteck irgendwo. Ja, richtig. Komplett ausstaffiert mit Technik und allem. Ja. Und dann ist ja die Kamera so ein bisschen Dutch Angle, also so schräg gehalten, das sah so ähnlich aus. Also so viel wollte man sich dann doch wohl nicht differenzieren von der Serie. Es hat ja nur gefallen, dass der Adam West vielleicht Bruce Waynes Vater spielt, aber leider, es hat nicht sein können. Ah, schade. ich finde allgemein, also der optische Stil von dem Film, der schreit halt auch einfach wirklich Tim Burton. Ich meine, bei Batmans Rückkehr noch mehr. Aber hier finde ich, spätestens bei der Szene, wo er dann mit Vicky Vale durch diesen Wald fährt im Batmobil und dazu kommt dann die Musik von Danny Elfman, da denkst du dann, das ist super. Ohne es zu wissen, dass es Tim Burton den Film gemacht hätte, hätte ich trotzdem gesagt, okay, das sieht irgendwie alles aus wie Tim Burton hier. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, Tim Burton, he puts the goth in Gotham. Oh, auch nicht schlecht. Ja, weil also dass er halt diesen Look geprägt hat, wie Gotham City aussieht, diese hohen, spitz zulaufenden Gebäude, diese riesen Statuen, die überall stehen und so weiter und so fort. Also der Look ist halt schon ziemlich geil. Ja, vor allem bei Burton kauft man es ja noch ab, dass es eine richtige Stadt ist, die wirklich 200 Jahre alt ist. Und der Schumacher ist es dann eher so, Ja, Schumacher hat irgendwie das gleiche Design, aber hat es dann irgendwie anders ausgeleuchtet und halt auch in CGI nachgebaut und das beißt sich so ein bisschen. Und weil ihr eben über Musik redet, sie meinen, der Danny Elfman Score ist großartig, ist kultig, das Batman-Thema ist ja dann für die Animated Series wiederverwendet worden. Mhm. Aber ich finde da der Film, obwohl es mittlerweile ein bisschen outdated wirkt, ich finde diesen Soundtrack, den Prince für den Film geschrieben hat, super großartig. Ich kann mir den Film ohne den gar nicht vorstellen. Und das ist etwas, was mir dann bei Batman Kehrt zurück wirklich abgegangen ist. Also, dass sie da quasi dann keinen so ein bisschen poppigen, sag ich mal, noch genau. Anstrich hatten. Ich finde da Partyman, Trust, da Bad Dance oder wie das heißt. Ja. Ich finde, das passt einfach so gut zu dem Film und passt zu Tim Burton, Danny Elfman. Das ergänzt sich so wunderbar. Ich finde, ich kann mir den Film ohne das gar nicht vorstellen. Weil ich jetzt gerade überlege, Batmans Rückkehr kam 1992. Das war dann schon nochmal, auch nochmal musikalisch, nochmal ein bisschen eine andere Zeit auf einmal. Weil ja, der erste Batman-Film kam in den 80ern, da passt Prince gut rein, aber wen nimmst du 92? MC Hammer? Oder cool. Madonna? Vanilla Ice. Ja. Go Batman, go Batman, go. Nirvana? Ja, nee, deswegen dachte ich, okay, und dann vor allem, wenn das
Ich musste jetzt, als wir dann, als ich neulich jetzt hier Batman Robin, da reden wir nachher noch drüber, aber dann, als dann im Abspann plötzlich R. Kelly kam, dachte ich, stimmt, R. Kelly hat ja den Soundtrack gemacht. Ja. Das hatte ich total vergessen. Zu Recht. Und dann habe ich davon aus, ich muss dann so lachen und muss dann sofort auch dran denken, oh Mann, der erste Asterix-Film hatte Xavier Naidoo und irgendwie hat so eins zum anderen geführt. Das geht mir ehrlich gesagt irgendwie bei Hating a Film ab, dass es irgendwie so einen richtigen Tie-In-Song gibt, so wie damals haben wir gehabt bei Man in Black, da Will Smith hat das Titelthema gemacht. Ja. Beim ersten Spider-Man-Film haben wir auch gehabt, was war das? And they say that a hero hier, can ach, say... Die furchtbare Band, oh Gott, Nickelback. Nickelback, genau, und so weiter. Aber heute, das geht mir alles ein bisschen ab. Ich finde es so schade, dass es keine richtigen Insert-Songs mehr für Filme gibt. Ich glaube, liegt auch daran, dass du halt mit Musik heute nicht mehr großes Geld verdienen kannst, würde ich vermuten. Nochmal zurück zu Batman 89. Ich finde es auch interessant, das ist mir jetzt auch im Nachhinein erstmal so aufgefallen, dass der Film eigentlich gar keine so stringente Handlung hat. Es sind eigentlich eher verschiedene Pläne, die der Joker macht, die Batman dann durchkreuzt. Und dann ist er halt irgendwann kriegt dann halt auf den Glockenturm dann. Aber du hast ja eigentlich, ist der ursprüngliche Plan vom Joker ja dieses Smilex. Also die Kosmetikartikel zu vergiften, was zu wirklich witzigen Szenen, finde ich, führt. Ja, speziell, die abgeschminkten Moderatoren. Genau, wenn die Nachrichtensprecher alle nicht mehr geschminkt sind auf einmal. Und dann wechselt er aber seinen Plan zu, ich will Vicky Vale. Und dann ist das aber nachher auch nicht mehr so richtig wichtig. Und dann ist es eher dieses, ich vergifte jetzt ganz Gotham City mit Luftballons. Stimmt, ja. Also es gibt, also das ist, finde ich, haben beide Burton-Filme so, dass es wirklich mehr um die Charaktere geht und nicht so sehr um den Plot, der ja eigentlich dabei passiert. Mhm. Ja, das stimmt. Aber die Charaktere sind halt auch cool. Das ist halt die größte Stärke, finde ich, in diesem Film. Das finde ich gerade bei Batmans Rückkehr dann noch erst recht. Aber auch gerade hier, finde ich, merkt man schon, okay, bei Burton geht es wirklich mehr um die Persönlichkeiten, vor allem der Bösewichte. Batman nimmt sich immer sehr zurück in diesen Filmen, was auch okay ist, weil er ist ja nun mal nicht unbedingt der Typ, der, sag ich mal, auf Social Media rumhängt. Das wäre wirklich eher was. Also Batman-Schurken, wenn die heutzutage auftauchen würden, die wären sowas von überall auf Twitter. Aber das ist mir halt nur aufgefallen irgendwie. Das ist halt der, wenn ich jetzt erklären müsste, worum es in dem Film geht, könnte ich es ehrlich gesagt nur schwer in Worte fassen, außer ja, Batman versucht halt den Joker aufzuhalten. Ja. Im Wesentlichen. Da fällt mir jetzt auch an, es ist ja in dem Fall noch gar nicht mal so arg, dass, also mittlerweile ist ja klar, dass der Joker ist ja quasi das Spiegelbild von Batman. Das Umgekehrte. Ne? Also Batman steht für Ordnung und Gerechtigkeit und Joker steht für Chaos und Anarchie. Aber das haben wir in dem Film ja noch gar nicht mal so arg, weil er wird ja da erst quasi erschaffen. Mhm. Ja? Aber am Schluss haben wir ja irgendwann eine Szene, wo der Joker auf der Straße steht und Batman kommt in seinem Batwing angebraust und schießt mit Maschinengewehren auf den Joker, trifft ihn aber nicht. Und noch so, mit und jetzt, Raketen und ja. Und jetzt die Frage, trifft er ihn nur nicht oder zielt er absichtlich vorbei? Ich bin bis heute nicht aus dieser Szene schlau geworden, ehrlich gesagt. Also ich... Weil du siehst ihn ja vorher auch vor allem ihn extra anvisieren. Also du hast irgendwie eine Lock-on-Funktion und dann ist Joker mitten im Bullseye und in dem Moment drückt Batman ab, aber er schießt trotzdem links und rechts vorbei. Ich habe keine Ahnung, was das sollte, außer halt, wir wollen noch irgendwie ein bisschen mehr Action reinbringen oder es sähe irgendwie komisch aus, wenn Batman nur rumfliegt, ohne irgendwie was zu tun. Ja, weil eigentlich tötet Batman ja niemand. Naja, in dem Film schon. In dem Film, ja, das wollte ich auch noch sagen. Er bringt so den einen oder anderen Handlanger um, tatsächlich, oder schmeißt ihn vom Dach. Also der Typ, den er irgendwie in die Kirchenglocke rammt und der dann irgendwie nach unten segelt, da dachte ich, ui, das ist schon. Das war auch so eine Frage, wie kommt der Flickflackmann aufs Dach, habe ich mir aufgeschrieben. Die kämpfen sich da zu zweit den Glockenturm hoch und irgendwie sind sie oben und auf einmal steht da schon dieser Minion vom Joker, der Flickflacks macht und wartet auf die. Hat er den vorgeschickt? So, oder wurde der schon vom Hubschrauber vielleicht abgesetzt? Oder war das vielleicht schon der Fluchtweg, den er bewachen lässt sozusagen? So, ey, ich vergifte die und dann mache ich mich Richtung Glockenturm auf oder so. Wahrscheinlich. Sind ja immer auf alles vorbereitet, gerade in den alten Batman. Ne, da sowieso. Also. Immer für alle Fälle gerüstet. Hinter jedem Busch steht ein Gadget. Was ich halt jetzt überlegt habe noch, war, ich finde es eigentlich ein bisschen schade, dass zu dem Zeitpunkt, als der Film rauskam, dass Harley Quinn noch nicht erfunden war, weil ich habe so das Gefühl, das wäre eine Figur, die Burton vielleicht sogar gerne eingebaut hätte, hätte es die schon gegeben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Helena Bonham Carter gespielt wahrscheinlich. Ja, heutzutage ja. Ich weiß nicht, hat er damals schon so einen Narren an der gefressen? Ich weiß nicht, wie lange die schon verheiratet sind, aber... Wahrscheinlich jetzt sie dann den Bob ersetzt. Also dann verzichte lieber auf die Harley und hab lieber meinen Bob. Das ist ein gutes Argument. Ich habe halt überlegt, okay, es gibt ja noch diese Alicia mit, in der ersten Hälfte des Filmes. Also quasi da die Gespielin des Jokers, die ja eigentlich auch nur irgendwie... Ach, die... Also wegen der er sich ja mit seinem eigentlichen Boss ja irgendwie in Streit kommt und die er dann ja, nachdem er den Boss aus dem Weg geräumt hat, ja eigentlich ziemlich fertig macht, sag ich mal. Also er entstellt sie ja und zwingt sie, eine Maske zu tragen, und es ist so sein Kunstwerk, und die ist ja eigentlich nur dazu da, um zu zeigen, was für ein abgrundtief fieser Typ der Joker eigentlich ist. Aber vielleicht hätte man, ich glaube, die Rolle wäre dann vielleicht ein bisschen erweitert gewesen, dann wäre das vielleicht die Harley geworden, dass sie quasi am Anfang irgendwie die Sekretärin ist. Und dann, nachdem der Joker Joker wird, dann macht er sie quasi erst zu Harley oder so. Mhm. Mhm. Etwas, was mir noch aufgefallen ist, eben jetzt, weil ich mal die Filme wieder angeschaut habe, in meiner Erinnerung hat der Harvey Dent irgendwie nur so eine Nebenrolle gehabt, dass man ihn nur einmal sieht bei einer Ansprache. Aber jetzt dann beim Wiederschauen, der hat ja doch ein paar Szenen mit dem Bürgermeister, wo sie sich drüber aufregen, dass der Joker so viel Unruhe in die Stadt bringt. Da war ich doch positiv überrascht und finde es dann schade, dass es im dritten Film nicht wieder der Billy Dee Williams geworden ist, also der Lando Calrissian. Ja, ich wusste auch, das fand ich sowieso schon immer schade, weil ich dachte, oh, das ist ja total cool, dass sie hier schon Harvey Dent eingeführt haben, so im Sinne von, oh cool, dass wir dann später schon mal langsam den nächsten Bösewicht aufbauen können. Soweit ich weiß, war ja ursprünglich gedacht, dass das die Rolle von dem Max Schreck in Teil 2 gewesen wäre, dass das da Harvey Dent hätte sein sollen und dass dann am Ende bei dem Abschluss mit Catwoman und dem Elektroschocker, dass da dann Two-Face entstanden wäre. Genau. Und das finde ich dann natürlich gerade cool gewesen, so, sag ich mal, diese Entwicklung über drei Filme. Was ich mir da halt nicht weiß, wie ich es mir hätte vorstellen sollen, weil Harvey Dent ist gerade im ersten Batman-Film ja wirklich ein super sauber Mann, also wirklich der perfekte Staatsanwalt, sehr freundlich, total eloquent und irgendwie auch natürlich 100% gegen das Verbrechen gebürstet. Und in Teil 2 wäre er dann auf einmal so ein korrupter Typ gewesen. Das finde ich halt irgendwie seltsam, weil, also ich seh den Charakter von Max Schreck irgendwie nicht auf die Figur von Harvey Dent passen. Ja, das stimmt. Vielleicht wäre ja die Entwicklung ein bisschen anders gelaufen. Es waren ja einige Drehbuchautoren am zweiten Teil beschäftigt, die Handlung ja stark verändert haben vom ersten Entwurf. Na gut, es kann natürlich sein, dass man den halt nicht ganz so als überzogenen Oberbösewicht darstellt, weil ich finde Max Schreck, ich meine, wir reden gleich noch über Batmans Rückkehr, aber Max Schreck ist schon ein außergewöhnlich guter Bösewicht dafür, dass er eigentlich keiner der klassischen Batman-Bösewichte ist. Was ich jetzt aber noch mal kurz zurück wollte das können wir nachher besprechen. Gehen wir lieber zu Batman zurück her. Oder wollt ihr noch was ergänzen zu Batman 89? Nee, ich bin soweit durch. Mit meinem Zettel. Nur weil du gesagt hast, das war dein erster Kontakt mit Batman. Mein erster Kontakt mit Batman war dann tatsächlich die 66er-Serie. Also ich hab dann den Film gesehen und hab mir gedacht, boah, der ist aber düster. Das glaube ich gerne. Nee, von der 66er-Serie habe ich halt quasi... Da kannte ich eigentlich nur das Intro, das klassische. Also dieses, aber ich habe da nie eine Folge von gesehen. Und ich habe da die auch sehr spät erst gucken können. Eigentlich erst seit es das Internet gibt dann. Deswegen war ich tatsächlich erst über Burton an Batman rangekommen und dachte, auch, das ist aber düster. Ich kannte vorher auch nur Turtles oder sowas. Und hatte deswegen auch immer gedacht, oh, Batman, ob ich da auch die Trickserie gucken sollte, nicht diese Albträume kriege, die ist ja schon gruselig. Aber ich habe es dann doch gemacht, habe mich überwunden und war dann sehr zufrieden damit. Na, vor allem, ich bin tatsächlich auch, ich weiß, dass ich den 89er Batman zuerst gesehen habe, aber das, was bei mir wirklich den bleibenderen Eindruck hinterlassen hat, war Batmans Rückkehr, weil der halt wirklich schon verstörend ist mitunter, obwohl man als Kind gar nicht alles kapiert, was da eigentlich passiert. Vor allem, weil der mitunter ja auch recht politisch ist sogar, und da habe ich erst recht keine Ahnung von gehabt. Ja, das ist mir jetzt erst aufgefallen beim Wiederanschauen, weil das ist der Batman-Film neben Batman und Robin, den ich schon sehr lange nicht mehr gesehen habe. Und da hat es mich überrascht, wie starke politische Themen wirklich mit eingeflossen sind und was jetzt wirklich Pinguin sein richtiger Plan war, dass der schon am Anfang vom Film, also ich war sehr positiv überrascht. Ich finde, der Film wird auch häufig damit kritisiert, dass er eigentlich irgendwie einen schlechten Plot haben soll und man halt nur so geflasht ist von der ganzen Optik, die Tim Burton geschafft hat. Aber ich finde, er hat nach wie vor eine gute Handlung. Weil, wie du schon sagtest, es
Pinguin hat am Anfang einen Plan, der angedeutet wird. Dann ändert sich der Plan, weil er mit Mac Shrek in Kontakt kommt. Und dann am Ende, als dieser Plan scheitert, kommt er wieder zu seinem ursprünglichen Plan zurück. Die Qualität des ursprünglichen Plans kann man sicherlich in Frage stellen, wenn man dann sieht, was am Ende mal rauskommt. Aber ja, es stimmt. Ich finde, plotmäßig ist der eigentlich gar nicht verkehrt. Aber wie wir schon gesagt hatten bei Batman 89, dieser Film lebt, finde ich, vor allem von den Charakteren. Die Handlung ist gar nicht mal so wichtig. Ja, da noch mehr als beim ersten sogar, finde ich. Weil Catwoman tut eigentlich im Plot nicht wirklich irgendwas zur Sache. Also, du könntest Catwoman eigentlich weglassen und könntest den Film trotzdem relativ genauso erzählen, wie er hier ist. Du bräuchtest nur Pinguin und Max Shrek, aber ich finde, Catwoman ist noch mal das gewisse Extra hier. Und Moment. Oh, Entschuldigung. In der deutschen Synchronfassung heißt sie die Katze, bitte. Bitte? Da gibt's gar Catwoman. Stimmt, sie ist die Katze. Echt? Man nennt mich die Katze. Sagst du? Ja. Stimmt, jetzt wo du sagst, ja. Ja. Wobei, also nicht das Katzen-Vibe? Wer nennt sie so? Kennt ja niemand, ja. Aber egal. Stimmt, das ist auf jeden Fall schon mal eine Steigerung zum Katzen-Vibe von Adam West. Das Katzen-Vibe. Ja. Okay, das erinnert mich so ein bisschen jetzt wieder an die Spider-Man-Serie mit Ich bin die Spinne. Oh, das ist ja cool. Das ist, gefällt mir sogar besser als Spider-Man. In Spinne besser. Ich weiß nicht, Spinne ist irgendwie allgemein ein uncooles Tier. Spider-Man klingt schon besser. Allgemein war das ja so eine Zeit, wo man irgendwie alles übersetzen musste. Ich erinnere auch nur an die Mortal Kombat-Serie, wo es der Skorpion und Reptil und ja. Ach stimmt, die Katze, die wurde nie wird sie echt nie Catwoman genannt? Es ist immer die Katze. Er sorgt da selber, ich muss die Katze stoppen oder wer ist die Katze? Aber er sagt nie Catwoman und man merkt da, wo sie sich vorstellt. Man nennt mich die Katze, wenn man auf den Mund achtet, sagt sie am Catwoman. Ja. Ich frage mich die ganze Zeit, was hat es eigentlich mit den Katzen aus sich? Also sie fällt aus dem Fenster, liegt auf dem Boden, dann wird sie erstmal von Katzen bedeckt. Warum auch immer. Ich glaube, das sollte einfach nur eine spooky Ritualszene sein. Wird sie quasi wiedergeboren von den Katzen. Sie geben ihr von ihrem neuen Leben was ab, keine Ahnung. Ich glaube, das war einfach nur so ein bisschen, Tim Burton wollte mal wieder einfach ein bisschen eine abgefahrene Szene machen. Aber wie die Logik innerhalb dieses Films aussieht, weiß ich nicht. Ja, in dem Film ist sowieso noch eine ganze Schippe mehr Tim Burton mit drin. So allein was die Optik angeht. Am Anfang so dieser Flug über diesen Park oder was, oder diesen Zoo oder was das ist. Das sieht so, das sieht schon nach Beetlejuice aus teilweise. Diese Riesenmodelle von den Tieren, von Eis bedeckt und so. Das ist die volle Tim Burton-Packung. Optisch für mich auf jeden Fall der stärkste Film von allen Batman-Filmen. Ich finde, keiner sieht so stilvoll und sieht, ich finde, also das ist wirklich für mich der quintessentielle Comic-Film. Ich finde, Gotham sieht richtig gut aus. Ich finde, diese ganzen Kulissen sehen stark aus. Und es sieht auch alles irgendwie so runtergekommen und schmutzig aus. Also das ist auch kein Zoo, in dem ich jetzt wirklich ganz spazieren gehen würde. Nee. Ich finde auch, die Bildsprache ist manchmal simpel, aber auch relativ eindeutig. Gerade am Anfang, wenn die Eltern vom Pinguin irgendwie in den Park gehen, da haben sie, glaube ich, hier den so einen schwarzen Kinderwagen oder kommt so ein glückliches Pärchen entgegen mit so einem weißen Kinderwagen. Und da dachte ich, das ist ja klassische Bildsprache. Ja, das ist schon, schreit Tim Burton, der Film. Für mich ist der stärkste Aspekt am Film aber eindeutig der Pinguin. Und das nicht nur, weil Danny DeVito das so großartig spielt, nicht nur, weil der ist geboren, die Rolle zu spielen. Ja, aber auch, was mich am meisten beeindruckt, ist auch vor allem das Kostüm, glaube ich. Es gibt so Kostüme in Filmen, wo du denkst, okay, das ist nicht mehr einfach nur ein Schauspieler in einem Kostüm, das ist jetzt die Rolle. Und das hängt sowohl mit dem Spiel zusammen, aber als auch damit, wie es dargestellt wird. Ich finde, gerade aus der Zeit, finde ich, sind die zwei stärksten Kostüme, wo ich wirklich dann, wo für mich ich nicht mehr den Schauspieler von der Rolle trennen kann, ist einmal der Pinguin hier, aber auch Captain Hook in Hook, also mit Hoffman. Dustin Hoffman, genau. Der einfach, wenn du ihn das erste Mal in Hook siehst, denkst du, okay, das ist Captain Hook, das ist nicht mehr ein Schauspieler. Es ist ja so cool, man kommt beim Pinguin, beim Aussehen, bei seiner Kleidung richtig seinen Charakterwandel beobachten. Am Anfang vom Film ist er einfach jemand in so einem Riesenstrampler mit einem Umhang. Dann, wenn er an die Oberwelt kommt und halt als Bürgermeister anfängt zu kandidieren, hat er wirklich so einen maßgeschneiderten Anzug, der richtig cool ausschaut. Und dann später, wenn er wieder zurück in die Kanalisation geht, reißt er sich diese Kleider vom Leib und marschiert dann wieder nur im Strampler rum. Das ist super in Szene gesetzt, herrlich. Also da merkt man wirklich oben als Mensch, da macht er sich dann Gedanken um sein Aussehen
aber spätestens dann, wenn er wieder selbst sagt, ich bin ein Tier, ich bin ein Pinguin, dann merkt man, ja, er scheißt auf sein Aussehen. Es ist nicht wichtig, wie du nach außen wirkst. Es war ja vor allem auch eine klassische Filmreferenz, diese Zeile war, das geht ja zurück auf den Elefantenmenschen, so ein alter Schwarz-Weiß-Film, wo der dann so eine klassische Filmzeile war, ich bin ein menschliches Wesen. Und ihr Pinguin schreit ja, ich bin kein menschliches Wesen. Also einfach eine hübsche kleine Referenz. Ja. Was mich, glaube ich, dann auch da nochmal extra davon überzeugt hat, wie gut dieses Kostüm wirkt, ist, meine Mutter kann überhaupt nichts mit solchen Filmen anfangen. Also Comicverfilmungen oder allgemein irgendwie, das findet die Schnulli. Aber als sie mal zufällig, als ich den Film mal irgendwann zu Hause geguckt haben muss, schon als Kind, keine Ahnung, kann ich mich noch gut daran erinnern, dass sie da wirklich so innehielt und angewidert und fasziniert zugleich war. Und dann echt dass sie sich wirklich beeindruckt davon gezeigt hat, dass, also sie wusste, wie Danny DeVito normal aussieht, aber wie, dass du ihn als Pinguin irgendwie erkennst, aber irgendwie auch nicht, weil die Maske einfach so fantastisch ist. Deswegen, ich komme jetzt gar nicht, also jetzt kommt ja wieder ein neuer Batman-Film ins Kino und da haben sie jetzt, ich glaube, gestern oder vorgestern angekündigt, ja, Pinguin ist auch dabei und der wird gespielt von Colin Farrell. Ich kann mir den Typ überhaupt nicht in der Rolle vorstellen. Wie wollen die das machen? Bitte, das ist doch nicht der Pinguin. Das ist echt krass. Ja, sagt es nicht, es geht alles. Also das ist dann wieder eine andere Interpretation von der Figur wahrscheinlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass das irgendwie geht. Also ich sehe jetzt in Colin Farrell auch nicht den Pinguin, wenn ich ihn so sehe, aber ich denke schon, dass sie das irgendwie hinkriegen. Wobei da denke ich jetzt auch gerade an Adam West zurück. Dort der Pinguin, der war später dann der Trainer von Rocky. Also es geht auch irgendwie, aber. Ja. Trivia, der Schauspieler von Pinguin Burgess Meredith in der 66er-Serie, der hätte auch in Batman Returns den Vater von Pinguin spielen sollen. Im fertigen Film war es dann der Paul Rubens, der Pee-Wee Herman, weil der Burgess Meredith zu dem Zeitpunkt sehr krank geworden ist und den Drehtag nicht geschafft hat. Aber fast hätte man den Pinguin gehabt, der den Pinguin aufzieht. Oh, das wäre cool. Ja, und dann die andere große Rolle neben Pinguin, wo es eigentlich wirklich alles, es gibt eigentlich wirklich vier große Rollen und alles andere plätschert nur so ringsherum, es sind halt wirklich Batman, Catwoman, Pinguin und Max Schreck. Und Max Schreck ist schon der eigentliche Bösewicht des Films. Ich finde, die anderen beiden sind irgendwie so tragisch. Ich weiß, Pinguin hat am Ende einen wirklich fiesen Plan, also alle Kinder in Gotham zu töten, aber du... Alle erstgeborenen Kinder. Ja, aber letztlich entschließt sich ja trotzdem darum, alle zu töten, wenn er sagt, hier, wir sprengen einfach alles in die Luft. Er sagt dann, ist doch egal, ob Erster- oder Zweitgeborener, egal ob Jung oder Mädchen. Der ursprüngliche Plan war ja nur, alle Erstgeborenen zu töten. Aber ich finde den Aufbau durch den Film hindurch, erkennst du schon die Tragik hinter der Figur. Und ich habe mich schon manchmal dann gefragt, okay, hätte man ihn retten können, also als Mensch. Also dass er eben kein Monster mehr ist. Aber er ist halt wirklich, hat sich halt an die falscheste Person gewandt, an diesen Max Schreck, der ihn ja quasi dann dazu manipuliert, Bürgermeister zu werden. Was ich für einen der stärksten Aspekte im Film halte, weil ich finde das halt so interessant, wie du halt diesen korrupten Geschäftsmann hast, der irgendwie politischen Einfluss braucht und dann sägt er den alten Bürgermeister ab und fährt dann über diese Mitleidsschiene, um den Pinguin sozusagen als Marionette einzusetzen. Der sich aber auch nicht wirklich von ihm kontrollieren lässt, weil er benutzt ja den Einfluss von Max Schreck, um dann quasi an die Namen der Erstgeborenen zu kommen. Ja, das war ja ursprünglich der Plan vom Pinguin und dann ist er irgendwie, also das Rad hat sich gedreht und dann war auf einmal der Max Schreck, der am Hebel gesessen ist. Weil der sagt ja dann auch zum Beispiel, ja, wir bräuchten mal irgendwie Chaos in Gotham, schick deine Leute los und dann schickt der Pinguin ja wieder seine Zirkusbande los, die ja großartig ist. Wobei die Leute auch wieder seine Minions. Wobei die auch echt stark schwankt, weil immer wenn du diesen festen Stamm von seinen Minions siehst, sind irgendwie so 6-7 Leute, diese Zirkusfreaks. Aber dann auf der Straße sind irgendwie Legionen von Clowns auf einmal unterwegs oder Motorradfahrern. Und wo nimmt er auf einmal diese ganzen zusätzlichen Leute her? Und dann, nachdem die Action-Szene vorbei ist, hat er wieder nur seine typischen, hat er wieder den Spielmann und die Frau mit Bart und wer da so ist. Da finde ich es ja so cool. Du hast, Michael, vorher gesagt, im ersten Teil tötet er Menschen, da im zweiten Teil jagt er jemanden in die Luft, was noch großartiger ist. Vor allem, er locht dann auch noch so falsch, wenn er den Typ über die Reling schmeißt. So, und großartig. Ich finde auch den krassen Typen, der da mit dem Batmobil anzündet. Der Typ im Teufelskostüm. Ja, also Batman ist schon, also wenn ihm einer irgendwie blöd kommt, dann macht er hier schon einen kurzen Prozess.
Ich finde auch geil, dass Pinguin seine Schirmsammlung, die er hat. Dass sie das übernommen haben, finde ich aber auch einfach nur geil. Weißt du, dieser Pinguin ist ja wirklich extrem weit entfernt von Comic und von Adam West und so weiter. Der ist ja wirklich einfach sehr monströs. Aber die eine Sache, die wir übernehmen, das sind die Regenschirme. Ja, mein Lieblingsregenschirm war der Schirm voller Fledermäuse. Es gibt einen Stern, da rammt er den Schirm in den Boden, macht den auf und aus dem Schirm kommt ein Schwarm Fledermäuse. Wobei das wirklich klasse war. Aufbewahrt. Ich fand es einfach klasse, wie er quasi dieser Plan, um Batman sozusagen in der öffentlichen Meinung zu beschmutzen, dass er da diese Eiskönigin umbringt mit dem Batarang, er verletzt sie mit dem Batarang, stürzt sie dann vom Dach und dann kommen irgendwie Fledermäuse aus dem Schirm und aus dem Weihnachtsbaum raus. Und das dachte ich, okay, der Mann versteht was von einer guten Inszenierung. Es sind ja generell die Szenen mit dieser Eiskönigin schon so cool, wie sie sitzt erst in der Umkleide und so, ja, hallo, ich bin die Eiskönigin, wie geht das noch schnell, der Baum leuchtet, dann muss ich den Knopf drücken, ach nee, falsch, holt den Zettel raus, ich muss den Knopf drücken und dann leuchtet der Baum und dann kommt der Pinguin mit der anderen ein und sagt, oh, sind Sie Talentsucher, ja, oh, was ist dieses kleine Ding, das Sie in der Hand halten, ist das eine Kamera, klar, bitte machen Sie sich bereit für Ihre Aufnahme, sie stört sich noch voll lässig hin und er holt aus und klatscht in den Batarang gegen den Kopf, super, richtig, richtig cool. Oh, der Film, ich finde den so herrlich. Was Batman-Filme angeht, für mich, ich glaube, es ist wirklich mein Lieblings-Batman-Film, muss ich dazu sagen. Und das liegt einerseits an den Figuren, also nicht, es liegt wirklich eigentlich, also nicht nur am Look, sondern auch an den Figuren und auch an, dass du halt wirklich merkst, dass es halt nicht so eindimensionale Bösewichte sind, wie sie dann später mitunter bei Schumacher werden. Also ich finde vor allem Michelle Pfeiffer, die Performance, die hier hinlegt, gerade als, vor allem sogar noch mehr als Selina Kyle als Catwoman. Also ich finde die Selina Kyle, du hast wirklich Mitleid mit der Frau, du kannst nachfühlen, was sie durchmacht, dass sie in dieser oberflächlichen, dummen Welt lebt und versucht, das Beste draus zu machen, aber scheinbar immer wieder scheitert. Und dann die Szene, wo sie dann durchknallt in ihrer Wohnung, also quasi, wo sie ihren Alltag macht, sie hat eine schwere Kopfverletzung, sie wurde gerade fast ermordet. Sie geht noch ihrem Alltag nach und dann, während sie den Anrufbeantworter abhört und ihr beschissenes Leben quasi nochmal vor Augen geführt bekommt, dann dieses Durchdrehen zu Catwoman werden, das finde ich ich glaube sogar die stärkste Szene finde ich im Film, also eine, die mich auch immer wieder sehr mitreißt. Ja, das ist super. Auch der Soundtrack ist geil in dem Moment. Oh ja. Also das ist echt cool gemacht, ja. Vor allem, sie spielt ja drei Rollen eigentlich, wenn man es genau nimmt. Sie ist hier Graue Maus Selina, sie ist Catwoman und dann ist sie halt noch hier Sexy Selina. Ja. Also wenn sie dann quasi gerade nach ihrer Verwandlung dann nicht als Catwoman auftritt, sondern wieder als sie selber, dann macht sie ja die Verruchte. Mhm. Also sie hat sie drei verschiedene Rollen in dem Film. Das ist schon eine geile Performance. Und man muss ihr noch zusätzlich hier Respekt zollen für die Art und Weise, wie die drehen musste, wenn sie im Catwoman-Kostüm unterwegs war. Das wurde ihr auf den Leib geschweißt, quasi. Also das Ding wurde unter Vakuum gesetzt, damit es halt so hauteng anliegt. Das ist, die konnte immer nur so 2 Minuten am Stück konnte die drehen in dem Ding und dann musste das ausziehen, weil sie halt quasi mehr oder weniger drin erstickt wäre sonst. Krass, also ich dachte schon, okay, unter dem Pinguin-Kostüm musst du schon sehr gelitten haben. Also unter den Schichten an Make-up und falscher Glatze und, also falls es eine falsche Glatze war, ich gehe mal davon aus, dann ist Fettsuit. Aber auch das, was du jetzt über das stimmt, dieses Kostüm sieht auch nicht sehr bequem aus. Aber auch ein sehr cooles Kostüm. Ich mag halt, dass es nicht perfekt aussieht, sondern eben dieses versatzstückelte, zusammengenähte, irgendwie aus alten Lederstücken sich selbst ein Kostüm gemacht. Das macht's irgendwie authentischer. Einfach, weil da kannst du sagen, okay, Batman, der ist reich, der hat sein perfektes Kostüm. Aber Catwoman, das ist halt nur eine arme kleine Sekretärin und die näht sich halt das zusammen aus dem, was er halt so rumliegen hat. Ja, das ist ja, da sieht man auch wieder im Film, im ersten Teil hat man eben gehabt Dualität Joker, Batman und da hat man halt dann Catwoman und Batman. Da gibt's zum Beispiel die Szene, wie das eben vom, die Schönheitskönigin wird entführt. Der Bruce haut ab in die Betthöhle, zieht sich um, der Alfred hilft ihm und dann schneidet die Szene immer kurz um zur Selina, die gerade im Auto fährt und sich nach und nach versucht, verkrampft das Kostüm anzuziehen. Und dann später auch noch bei diesem Maskenball, alle sind maskiert, nur der Bruce und die Selina kommen ohne Maske, weil ja Selina und Bruce eigentlich die Maske von Batman und Catwoman sind. Ja,
Genau. Das ist, ja, das finde ich auch eine wirklich auch cool, wieder starke Bildsprache, weil das auch das macht sie wieder so zur Außenseitern, die beiden. Da kommen sie halt schon auf so einen Ball, wo man sich verkleiden darf, und dann sind sie trotzdem die Außenseiter, weil sie nicht verkleidet kommen. Beziehungsweise mit ihre Verkleidungen sind ihre wahren Identitäten, was einfach ist. Ich mag einfach diese Vielschichtigkeit der Figuren, und das macht es einfach für mich zu einem sehr besonderen Batman-Film, der ja damals leider wohl nicht so gut ankam, vor allem nicht bei den Sponsoren. War das so? Das ist ja der Grund, warum Tim Burton die restlichen Filme nicht mehr gemacht hat. Also, wo nicht machen durfte. Ja, es ist ja so lustig, da Tim Burton wollte ja eigentlich Batman 2 nicht machen. Dann hat er das Drehbuch gelesen, das hat ihm dann so gefallen, dass er es doch gemacht hat. Und nach Batmans Rückkehr hat er dann so Spaß an der Materie gehabt, dass er gesagt hat, so, Warner, das sind meine Ideen für Batman 3. Und Warner hat irgendwie gesagt, Tim, möchtest du nicht lieber ein anderes Projekt machen? Wie schaut's mit Superman aus? Ja, das ist also, dass so gerade McDonald's soll sich wohl gerade mega beschwert haben, weil die hatten ja so eine Happy Meal-Reihe mit Batmans Rückkehrspielzeug. Und da kam der Film ins Kino und war halt so super düster mit verstörend und brutal. Und dann haben sich wohl so viele Eltern beschwert, dass das wohl ein ziemlicher Eklat wurde. Es hat ja noch so eine Spielzeugreihe zur gleichen Zeit gegeben, und da haben sie nicht einmal eine richtige Pinguinfigur beigepackt. Das war einfach ein Repackage von einer Pinguinfigur aus die 70er, die ausschaut wie der Batman 66er-Pinguin. Einfach weil die Spielzeughersteller gesagt haben, na, der schaut zu grotesk aus, daraus kann man keine Spielzeugfigur machen. Und das finde ich halt einfach schade, weil mich hätte schon interessiert, was Tim Burton dann mit der Reihe noch gemacht hätte. Weil du hast ja wirklich gesagt, du hast ja gesehen, er hat den Harvey Dent vorbereitet und so weiter. Also ich hätte schon gedacht, dass er auch wahrscheinlich dann in Batman Forever, wenn er den gemacht hätte, wahrscheinlich auch Two-Face mit eingebaut hätte. Aber der wäre wahrscheinlich auch ein ganz kleines bisschen anders geworden als der, den wir dann bekommen haben letztens. Aber nur ganz klein bisschen wäre er anders gewesen. Ein Tick. Also eigentlich finde ich es ja cool, wenn immer verschiedene Regisseure sich an so einem Stoff ausprobieren dürfen. Aber halt der Bruch zwischen Tim Burton und Joel Schumacher ist halt schon krass. Also, vor allem hat sich da auch die Geschichte wiederholt. Also ursprünglicher Batman 89 war ja Tim Burton, aber halt Studio hat schon viel über die Schulter geguckt und geschaut, dass er das schon ordentlich macht. Und dann, nachdem Batman 89 so ein großer Erfolg wurde, haben die gesagt, okay, Tim, mit Batmans Rückkehr mach, worauf du Bock hast. Dann hat Tim gemacht, worauf er Bock hat. Und dann haben die gesagt, okay, wir geben das mal Joel Schumacher. Dann haben die aber gewusst, okay, wir können einfach einen Regisseur nicht einfach so von alleine lassen. Batman Forever wird von Schumacher gemacht, aber Studio guckt mit drauf. Dann wurde Batman Forever ein Riesenerfolg. Batman Forever wurde ein Riesenerfolg. Und dann haben sie gesagt, okay, Joe, dann mach doch Batman und Robin, wir lassen dich machen. Und Unter Vorbehalt, dass die Spielzeugfirmen alle Designs machen dürfen. Das merkt man den Film auch mitunter an. Ja, stimmt. Speziell Batman und Robin, wo die am Ende dann nochmal komplett Kostüme wechseln und alle neue Fahrzeuge haben. Ja, genau. Ah, Gott. Aber Tim Burton hat noch produziert, glaube ich, bei Batman Forever. Name, er hat mit dem Film null zum Tun gehabt. Okay. Null. Er hat selber in Interviews gesagt, er versteht selbst nicht, warum sein Name da überall steht. Er hat nicht einmal das Drehbuch oder irgendwas davon gelesen. Er hat keine Ahnung, warum er als Produzent dabei ist. Okay, also hat auch keine Kohle reingebuddert. Nein, keine Ahnung. Also er hat selbst gesagt, er hat nie irgendwie was mit dem Film zu tun gehabt. Er versteht nicht, warum überall steht, produced by Tim Burton. Aber ich denke, die ursprüngliche Idee, und das merkt man, ich weiß jetzt nicht, ob wir schon über Batman Forever reden können, aber die ursprüngliche Idee war ja, und das merkt man im fertigen Film ein bisschen, der hätte ja durchaus düsterer sein sollen. Und dann sind wir schon im Jahre 95 gelandet. Da ist jetzt schon ein paar Jahre ins Land gegangen, seit Tim Burton ursprünglich Batman wieder, sag ich mal, aus der Betthöhle gekratzt hat. Wir wechseln den Regisseur, wir wechseln zu Joel Schumacher. Und wechseln mitunter auch ein wenig den Stil, wie diese Filme präsentiert werden. Und das bringt uns zu Batman Forever, einen Film, den, wenn ich jetzt danach gefragt werden würde, ich beschreiben würde als weder Fisch noch Fleisch. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich habe mir aufgeschrieben, es ist die Zirkusversion von Batman. Weil der ganze Film halt dieses übertriebene Overacting hat. So, ach, der ganze Film ist knatschbunt, überall sind Scheinwerfer, alles ist mit bunten Farben ausgeleuchtet und so weiter. Das wirkt halt einfach wie eine total überdrehte Bühnenshow von Batman. Und das meine ich ganz wörtlich. Kennt jemand die Bühnenshow von Batman? Batman Live? Na? Da habe ich vor ein paar Jahren, habe ich tatsächlich mal Tickets geschenkt gekriegt. Also es ist halt einfach eine Live-Aufführung in einem Theater mit Batman. Und genauso fühlt sich dieser Film an. Also es ist halt, es ist alles sehr, sehr bunt, sehr laut, sehr quirlig. Und es ist halt wie so eine Varieté-Version davon.
Hude, du? Also, das war der erste Batman-Kinofilm, den ich als Kind gesehen habe. So ganz ehrlich, also ich habe Tim Burtons Batman nicht gesehen, ich habe Batmans Rückkehr nicht gesehen. Batman Forever habe ich dann total abgefeiert. Wahrscheinlich eh, weil quietschbunt und lustig und yay! Und Jim Carrey. Und Jim Carrey, noch besser, die Maske spielt mit und Ace Ventura. Aber ich finde der Film, ich meine, du sagst schon richtig, es ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Der Film hat starke Stilbrüche, Tonbrüche, also man hat zuerst total bunte, lustige Szenen und dann bricht es auf einmal total ab, wenn man wieder die alte Vergangenheit von Bruce Wayne aufrollt, wo es auf einmal düster und bedrückend wird. Und auf einmal hüpft wieder der Jim Carrey im Spandex durchs Bild und dann Jamie Lee, wie heißt der, nicht Jamie Lee Curtis, da Tommy Lee Jones. Das wäre aber schön. Bruce Lee. Jamie Lee Curtis als Two-Face. Der Tommy Lee Jones spielt dann an, Two-Face, der den Joker spielt, irgendetwas, ja. Völlig egal. Und der Chris O'Donnell mit seinen 30 Jahren spielt am 15-Jährigen oder 16-Jährigen, keine Ahnung. Mhm. Sehr seltsamer Film. Aber ich muss tatsächlich sagen, also ich, für mich ist das ein Guilty Pleasure tatsächlich. Ich gucke Batman Forever wirklich gern. Vielleicht auch, weil ich für den noch die meiste Nostalgie habe. Weil die ersten zwei Batman-Filme habe ich später nachgeholt, die habe ich als Kind nicht geguckt, tatsächlich. Und der Batman Forever war so der erste, den ich als Jugendlicher so bewusst wahrgenommen habe, als es kommt ein neuer Batman-Film ins Kino. Und deswegen habe ich für den halt nostalgische Gefühle und gucke den eigentlich noch relativ gern. Ich sehe zwar auch den Quatsch, aber das ist ein Film, der tut mir nicht weh, den gucke ich ganz gern mal so nebenher weg. Also bei mir hat der Film irgendwie über die Zeit eine relative Wandlung so bei mir in der Bewertung gemacht. Als der Film rauskam, war es, glaube ich, mit Abstand mein Lieblings-Batman-Film. Weil eben bunt, Riddler ist der Bösewicht, Jim Carrey spielt den Riddler und ich war so ein riesen Jim Carrey-Fan in den 90ern. Ace Ventura war, glaube ich, mein Lieblingsfilm zu der Zeit. Also vor allem der zweite, der ist einfach so, der ist auch heute noch, finde ich, sehr lustig. Und Jim Carrey allgemein könnte ich einfach schon immer sehr gut leiden. Dann habe ich übers Internet kennengelernt, dass ich diese Filme gar nicht so gut finden sollte. Dachte, verstehe ich ja gar nicht so richtig. Dann habe ich die nochmal geguckt und ich habe irgendwann eine Filmkiste drüber gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, wie ich den bewertet habe, aber ich glaube auch eher positiv gestimmt, weil es für mich auch in die Richtung Guilty Pleasure geht. Nachdem ich ihn jetzt nochmal geguckt habe, also nachdem ich alle vier Filme am Stück geguckt habe, muss ich sagen, für mich ist er inzwischen der schwächste von allen vieren. Also ich finde an Batman und Robin mehr Dinge, die ich mag, als an diesem Film. Ernsthaft? Ja. Wow. Oh, da bin ich jetzt gespannt. Für mich, ich hab verglichen, was mag ich an Batman Forever? Und ich komme eigentlich nur drauf, ich mag nach wie vor den Riddler und ich mag irgendwie Robin in dem Film. Alles andere mag ich irgendwie gar nicht. Also, aber Parappa, Batman Forever hat R. Kelly. Nee, Batman Robin hatte R. Kelly. Na, Batman Forever hat U2. Na, Batman Forever hat R. Kelly, der hat die Kiss from a Rose gesungen. Oh, okay, ich weiß nur, ich glaube, das ist damals dieses Musikvideo von U2 mit Batman Forever. Im Abspann läuft Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me. Genau, das meine ich, das Lied, ja. Ja, und genau da noch im Abspann läuft Kiss from a Rose. Okay. Und dazu hat es auch Batman Forever Musikvideo gehabt, wo der R. Kelly vorm Bat-Signal um ein Dumm tänzelt, während Szenen vom Film eingespielt werden. Ich meine, das wäre dieses Gotham City-Lied aus Batman Robin gewesen. Aber okay, ich will da gar nicht streiten. Das stimmt wahrscheinlich. ich habe überlegt, für mich ist Kilmer der mit Abstand schwächste Batman. Ja, weil Kilmer ist ein Pappkamerad. Eben. Two-Face schwächt den Film extrem. Ich finde, der trägt nichts bei und nimmt eigentlich nur von den guten Szenen, die der Film haben könnte, schwächt sie. Und am schlimmsten die Dialoge mit der Psychiaterin. Das hat sich so zusammengezogen. Der Dr. Chase Meridian, der möchte man immer wieder so einen Kübel Eis überkippen, damit sie sich mal wieder beruhigt. Die ganze Zeit so anflirtet wie so ein Teenie. In der ersten Szene, wo man sie trifft, irgendwie, wo sie dann sagt, ich möchte hinter die Maske blicken. Und Batman sagt, wir alle tragen Masken. Und Chase, mein Leben ist ein offenes Buch, können Sie lesen? Das ist so, hat George Lucas die Dialoge geschrieben? Das ist Episode 1-Niveau hier. Das stimmt, ja. Aber ich finde den Satz schön, den Dialog schön. Sie steht auf Männer in schwarzem Gummi und er sagt, ja, nehmen Sie ein Feuerwehrmann, ist leichter auszuziehen. Das ist ganz witzig, ja. Aber ich habe da wirklich verglichen, ich mag nur Riddler und Robin. Und an Batman und Robin
Ich kann zumindest nachvollziehen, warum Mr. Freeze hier ist. Ich weiß, warum Poison Ivy hier ist. Ich kann sogar Bane nachvollziehen, warum der hier ist. Two-Face ist... Nee. Ja, also Two-Face ist halt ist in dem Film halt echt so ein random Bösewicht. Also der hätte irgendjemand anderes sein können. Es ist totaler Quatsch, dass das Two-Face ist. Das ist einfach nur so ein Irrer, der um sich schießt und Sachen sprengt. Und also das ist... Es hätte nicht Two-Face sein müssen. Und dann hast du halt die Sache mit den Nebenplots. Also ich finde, der Alfred liegt im Sterben Nebenplot berührt mich weitaus mehr in Batman und Robin als Bruce ist traurig wegen dem roten Tagebuch von Papa. Das stimmt, ja, das ist das ist so komplett, das ist so, blah, so ja, was soll's, weil vor allem auch Kilmer halt so komplett einfach null Mimik hat. Also als Batman, wenn er als Batman spielt, steht er nur rum und hat den Mund offen und Wenn er Bruce Wayne sein soll, ist er wirklich nur ein Pappkamerad. Und ja, für mich schlägt Batman und Robin diesen Film in vielerlei Hinsicht. Und das Einzige, was diesen Film für mich rettet, ist Jim Carrey als Riddler. Okay. Nee, also so weit würde ich jetzt tatsächlich nicht gehen. Also Batman und Robin finde ich um einiges anstrengender zu gucken als den jetzt. Also ich finde, als mal generell mal gesprochen, finde ich die Filme ab jetzt mit dem die Schumacher-Filme sind deutlich actionlastiger. Also es wird deutlich mehr Batman haut mehr Bösewichte kaputt. Mhm. Wirkt auch etwas beweglicher jetzt. Auch vielleicht endlich mal ein Kostüm, mit dem er sich bewegen kann. Was den Film, gut, das ist bei Batman und Robin genauso, aber was der Film jetzt auch so teilweise schon wieder witzig macht, sind halt so die, man kann sich halt so schön drüber amüsieren, wie quatschig der teilweise ist. Ja. So, ich meine, das merkt man direkt am Anfang. Du hast es damals in deiner Filmkiste ja auch schon erwähnt, von wegen so die erste Falle, die Two-Face stellt. Dass er Batman in einen Banktresor lockt, der von einem Hubschrauber aus dem Gebäude gezogen wird und sich in der Luft mit Säure füllt. okay, sie versuchen vorher ihn noch zu erschießen, das scheitert halt, aber da frage ich mich, wie kommt eigentlich die Säure in den Tresor, weil die haben ihn ja noch nicht geknackt, die nehmen den ja mit, damit sie dann innen drin die Schließfächer in Ruhe knacken können, ja, aber aus den Schließfächern kommt schon die Säure raus, also irgendwer muss die da vorher eingebaut haben. Ich mag auch, dass der Wachmann sofort das als Säure identifiziert, ich hätte ja erst gedacht, oh Gott, der will uns ertränken hier drin, das füllt sich mit Wasser, aber der Wachmann sieht immer, oh Gott, das ist konzentrierte Säure. Ja, der kennt sich aus, der ist speziell geschult. Ja, fällt nicht seine Brille in die Säure rein und zersetzt sich und dann sagt er, oh, Säure. Irgendwie sowas. Ja. Ich glaube erst danach, also ich glaube, die fällt ihm dann erst, oder? Ich kann auch sein, dass ich mich irre, aber ja. Aber ich finde auch da die Action-Szenen, ich finde diese Eingangs-Action-Szenen, das Einzige, was daran amüsant ist, ist das, was du gerade beschrieben hast. Aber wenn ich die jetzt umgesetzt sehe, finde ich sie tatsächlich eher langweilig. Da mag ich die Prügeleien mit Freezes Eiskameraden irgendwie mehr. Aber ich meine, man merkt ja schon, was für einen Film man sich anschaut, direkt zu Beginn. Also es fängt ja an mit dieser neuen Batman-Ouvertüre und dann sieht man den Val Kilmer im Batman-Anzug in der Bathöhle und der Alfred kommt rein. Soll ich Ihnen ein Sandwich einpacken? Sir? Ich hole was unterwegs. Ja, ich Drive-In, sagt er, glaube ich, auf Englisch irgendwas. I get Drive-Thru. Ja, genau. Einfach großartig. Also was ich tatsächlich im Film so gut halte, ich mag irgendwie den Plot mit dem Riddler, dass er diese quasi, dass man halt sich darauf konzentriert, okay, der ist halt so extrem fixiert auf seinen Intellekt und sein Plan ist, dass er quasi die intelligenteste Lebensform auf Kohlenwasserstoffbasis wird. Und dass er quasi diesen Plan hat, dass er halt irgendwie eine neue Erfindung macht, also dass er das Fernsehen revolutioniert und dann den Leuten sozusagen den Intellekt absaugt. Das passt schön in diese Batman-Comic-Welt rein. Und überhaupt passt der Riddler auch, finde ich, einfach gut in diesen. Also er passt einfach gut zum Stil von Schumacher. Und er passt einfach zu diesem. Also Schumacher hat schon irgendwie eher hier so ein Batman-60er-Ding laufen. Und da passt einfach der Riddler wieder schön rein, weil der einfach so schön überzogen ist. Der Riddler, den kann ich mir jetzt gerade schwer bei Burton vorstellen. Zumindest hätte der ihn wirklich ähnlich wie ein Pinguin komplett neu aufziehen müssen. Ja, das wäre wahrscheinlich ein anderer Riddler. Tim Burton kann ja durchaus auch durchgeknallte Charaktere. Das so eine Art Beetlejuice oder sowas wäre es dann wahrscheinlich. Ich finde halt, wenn ich an den Riddler denke, denke ich vor allem auch eben an Bunt, weil auch der passt einfach dieses knallige Grün und auch der ganze Film wird ja, finde ich, schon von der Farbe Grün sehr dominiert. Also gerade zum Ende hin, wenn man dann auf der Insel des Riddlers sind und das ist eigentlich nur noch Grün. Ja, ich mag auch total dieses Logo, das der Film hat. Also dieses Batman-Symbol, was quasi der Punkt von dem Fragezeichen ist. So, das
Finde ich ganz cool gemacht. Aber was ich mich gefragt habe, wegen der bunte Riddler, was macht der Riddler eigentlich mit seinen Haaren? Das ist mir aufgefallen. Er hat am Anfang, als er noch Edward Nigma ist, hat er so lange, rötliche, lange Haare. Wenn er dann irgendwann der Riddler wird, hat er diesen Bürstenhaarschnitt, diesen knallroten. So, ja. Und dann, wenn er dann später wieder als Edward Nigma auftritt, hat er immer wieder eine ganz normale Frisur. Da hat er seine Jim Carrey-Tolle da irgendwie. Seine ganz normale Jim Carrey-Frisur. Und später, wenn so quasi als wenn er dann der Riddler-Endgegner ist, dann hat er immer wieder so eine völlig abstruse, hochgegelte, rote Frisur. Also entweder geht er jedes Mal zum Haarstylisten, wenn er sich umzieht. Keine Ahnung, das ist ganz komisch, dass der... Das sieht halt in jeder Szene komplett anders aus. Ja, das stimmt. Das hat wieder dann was du meintest von diesem Batman-Theaterstück. Dass halt immer irgendwie das Kostüm gewechselt wird ständig. Und es stimmt, das Riddler-Kostüm sieht irgendwie in jeder Szene auch anders aus. Also mal ist es irgendwie so ein hautenger Anzug und mal blinkt es und mal ist es der klassische grüne Riddler und ja. Ja. Und ich mag auch den Aspekt, dass der Riddler nicht nur gegen Batman kämpft, sondern dass er auch so eine Bruce Wayne-Fixierung hat. Ja. Dass er besessen ist von Bruce Wayne und eigentlich, das ist ja auch Bruce Wayne, der die ganzen Rätsel bekommt. Das ist ja nicht mal Batman, der die Rätsel bekommt. Ja. Haben Sie das eigentlich aufgelöst, das Rätsel? Ist ja dann, warum er war es, dass der Edward Nigma der Riddler ist. Weil er sagt ja dann, warum nicht gleich? Mr. E. Mystery, gibt es da ein anderes Wort? Enigma. Ach so, Mr. Ja, richtig, das Enigma. Das fand ich eine coole Lösung, ehrlich gesagt. Das war so um drei Ecken gedacht und es passt eigentlich ganz gut zum Riddler wiederum. Ja. Und natürlich Alfred sei Kommentar, Sie sind ziemlich gescheit, Sir. Schießt da den Vogel ab. Das finde ich so großartig. Michael Gough ist sowieso, finde ich, ein sehr... Ich finde, er erdet diese Filme auch sehr schön. Er hat so ein bisschen auch was Verschmitztes, Witziges, aber er ist halt nicht so überzogen wie die ganzen anderen. Aber hat halt trotzdem so seine One-Liner. Da gibt es ja, im Batmans Rückkehr gibt es da so eine tolle Szene, wo er dem Bruce Wayne eine Suppe runterbringt. Und das ist irgendwie so ein Gazpacho oder so ähnlich, so eine kalte Suppe. Und da Michael Keaton nimmt halt so, oh mein Gott, das ist kalt. Das ist Gazpacho, Sir. Die muss kalt sein. Okay, dann essen wir halt weiter. Und dann sitzt er sich ganz gemütlich auf dem Stuhl daneben und schaut zu, wie der Master Bruce die Suppe löffelt. Und tatsächlich stürzt mich nicht mal, dass Robin, sag ich mal, ein Schauspieler hat, den man nicht unbedingt mit den Teenager abkauft, aber ich finde, der spielt ihn jugendlich genug. Ich finde, Chris O'Donnell war ein guter Robin und ich mag auch, dass sie das Kostüm von ihm modernisiert haben. Ich fand's cool, dass er am Anfang so diese klassischen Robin-Kostüme hat, dieses quietschgelb-rote, grüne gemischt, dieses Zirkuskostüm. Und dass er dann nach seinem ersten Auftritt, nachdem er das angezogen hat, dass ihm dann Alfred irgendwie so eine Batman, also eine Robin-Rüstung schneidert, woraus auch immer. Ja. Also ich finde, Robin sieht richtig cool aus in dem Film, was eine große Leistung ist. Ich finde, Robin sieht ja so ein bisschen albern aus. Und, und hier mit dieses Bordeaux-farbene, mit den schwarzen Armen und schwarzen Beinen, also allein, dass er keine kurzen Hosen trägt, ist schon mal ein Riesenvorteil. Ist schon mal viel wert. Heilige Bohrinsel, Batman. Hä? Ja, das ist so cool. Und ich mag eigentlich auch, dass sie ihn quasi zu einem jungen Erwachsenen gemacht haben. Also ich finde, stell dir mal vor, wir hätten jetzt diesen Film gemacht mit Kitty Robin, was ja auch möglich gewesen wäre. Mit wirklich, wir gehen richtig auf Boy Wonder. Auf den Wunderknaben. Ja, aber mich stört dann einfach, es ist im Film, wird er eben so verkauft, als wenn er 16 oder 17 wäre. Und dann hat man da die Kommentare vom Riddler, wie er die Gedanken gelesen hat. Ja, er wünscht sich einmal splitterfasernackt mit einer Frau in einem Bett zu schlafen. Und da denke ich mal, der Typ ist 35, der hat sicher einmal splitterfasernackt mit einer Frau. Das habe ich mal schon als Kind gedacht, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe. Was soll der Schwachsinn? Ja, aber wenn er ist halt ein Typ, der in Gotham City lebt, wo quasi die anderen Jugendlichen sind irgendwelche komischen Techno-Raver, die auf der Straße in Oh, die Techno-Raver, das sind so toll. Diese geile Straßengang. Die Neon-Gangster. Ja. Oh, sehr cool. Ja, was ich, apropos Neon, was er halt auch so wirklich so ein bisschen verkackt haben, ist halt Two-Face als Charakter. Ja, ne? Wir haben Two-Face. Vorhin schon gesagt, dass er total austauschbar ist. Und das, was er halt noch hat, was ihn als Two-Face quasi identifiziert, hat einmal das zweigeteilte Gesicht, wo ich mir dachte, wer hat ihm eigentlich mit dem Lineal die Gesichtshälfte gezogen? Ja? Also dafür, dass man in so einer Rückblende sieht, wie er halt wirklich so Säure ins Gesicht kriegt und es nur mit so einem Blatt Papier so notdürftig abschirmt, da haben wir echt so, also wie mit dem Lineal gezogen, genau in der Mitte halt diese Kante und dann halt auch lila auf der anderen Seite mit so Adern, die ihn dann auch wieder schön im Schwarzlicht leuchten und so, ne? Ja, das fand ich auch irgendwie komisch, dass das Two-Face irgendwie pink ist, also. Ja, ganz, ganz, ganz seltsam. Und
Aber die haben sich vielleicht einfach ausgetobt, auch mit dem zweigeteilten Hideout, das er da hat. Das ist so geil. Plüsch und fluffig und auf der anderen Seite mit Feuer und Stahl. Und so. Ich wollte vorhin schon fragen, ich dachte, ich nehme es mal nicht vorweg, aber ich wollte vorhin schon fragen, als wir dann das erste Mal über dieses Thema geredet haben, über Bösewichtsverstecke und die irgendwie immer dem Gimmick sehr entsprechen, wer hat irgendwie so das Beste oder wer hat das Überzogenste? Weil ich finde auch Poison Ivy und Mr. Freeze sind da auch ganz weit vorne in der Liga. Aber auch der Pinguin, der im Zoo wohnt mit seiner Pinguin, ihn haben wir darüber aber gar nicht geredet. Ach Mann. Mit dem Gummientenboot. Ja, Mann. Ich ganz kurz nochmal zu Batman zurückkehren. Ich finde, der Film nimmt sich so ernst die ganze Zeit. Und dann ist der Höhepunkt irgendwie ferngesteuerte Pinguine mit Feuerwerksraketen auf dem Rücken, mit denen er die Stadt zerstören will. Ich denke, was tust du, Burton? Das stimmt, ja. Ja. Aber das ist ja genau wegen dieser ganzen Hideouts, das habe ich mir bei Batman Forever auch gedacht, so der Riddler, ich meine klar, er gründet irgendwann eine Firma, ja, das, also ist auch ein interessantes Zeitgefühl, ne? Ja. So, der hatte mal eben schnell Zeit, eine komplette Firma zu gründen, seine Box zu vertreiben, zu produzieren und zu vermarkten, so dass er dann in jedem Haushalt zu finden ist, also flott, ja. Und er hatte dann irgendwann dieses komplette Technodrom da auf seiner Insel da stehen. dieses Riesending, ja. Voll durchtechnisierte Hideout, das er da hat. Also noch ein Gedanke zu Two-Face. Das hast du, glaube ich, auch in deiner Filmkiste mal erwähnt, dass sie das mit der Münze total verkackt haben. Ja. Weil eigentlich ist ja Two-Face so gedacht, dass er eben keinerlei Entscheidungen treffen kann und alles dem Schicksal überlässt. Also quasi, egal was er entscheiden muss, er lässt immer die Münze entscheiden. Und in dem Film ist es ja so rum, dass er quasi immer schon eine Entscheidung selber getroffen hat. Er fragt aber die Münze um Erlaubnis. Ne, so, er möchte ihn umbringen, aber er lässt so lange die Münze schnippen, bis die Münze sagt, okay, mach. Ja. Und das passt ja halt nicht zur Figur. Das Gimmick der Figur ist, die Antwort der Münze ist halt absolut. Und dann handelt er auch danach. Weil das ist ja auch, das Ding ist, Two-Face hält ja auch diese Rede irgendwie, dass und die einzige wahre Gerechtigkeit im Universum ist das Schicksal, aber er handelt nicht danach. Und die Performance von Tommy Lee Jones ist halt, okay, der dachte, er spielt hier irgendwie einen Batman-Bösewicht aus den 60ern, die mitunter ja auch, sag ich mal, also wenn du in der Adam-West-Serie den Riddler und den Joker nebeneinander stellst, da ist nicht mehr so viel Unterschied von ihrer Persönlichkeit und dem, wie sie ihre Pläne ausführen. Und ich habe so das Gefühl, dass Tommy Lee Jones irgendwie da Two-Face mit reingeschustert hat. Und ja, es ist halt, wie Hude sagte, es ist Two-Face, der den Joker spielt, aber Cesar Romero Joker. Und ja. Es ist einfach, ich glaube, der Film wäre besser gewesen, wenn er sich nur auf Riddler konzentriert hätte. Weil was mir zum Beispiel fehlt, es gibt keine Verbindung zwischen Riddler und Robin. Robin ist komplett auf Two-Face fixiert, Two-Face ist aber auf Batman fixiert und Batman ist auf Riddler fixiert. Aber es gibt zwischen Riddler und Robin irgendwie, also es, wenn man einfach das vielleicht so ein bisschen so umgemodelt hätte, dass der Riddler für den Tod von Robins Eltern verantwortlich ist, dann hätte man vielleicht einen stärkeren Bösewicht gehabt als einen sehr schwachen und einen, mit dem du hättest mehr machen können. Ja, das ist glaube ich sowieso, finde ich, die Geburtsstunde dieser unsäglichen Tradition, dass Superheldenfilme immer zwei Bösewichte brauchen. Ich meine, bei Batmans Rückkehr hast du auch den Pinguin und Catwoman, aber Catwoman ist ja eigentlich kein Bösewicht, die ist ja so irgendwas zwischendrin, ja. So, die ist ja so opportunistisch, ja. Deswegen hast du eigentlich ja nur den Pinguin und von mir aus auch Max Shrek, aber, ne. Und ab Batman Forever war es halt dann auf einmal, gehört zum guten Ton, dass jede Comic-Verfilmung immer gleich zwei Bösewichte verwurschten muss und das geht nie gut. Das war bei Batman Forever ist es schon zu viel, weil der Riddler an sich hätte gereicht. Bei Batman und Robin sowieso, ja, hätte auch Mr. Freeze auch gereicht als Bösewicht und bei allen weiteren Filmen, auch bei den Marvel-Filmen später, wenn da zwei Figuren die Gegenspieler sind, das ist immer zu viel, weil du kannst nie eine Figur mal so beleuchten, wie sie es verdient hätte. Und das, ja, ich finde es eigentlich bei mehreren wollte ich gar nicht unterbrechen. Ich finde es eigentlich nur beim Dark Knight ganz gut gelungen mit Joker und Two-Face dort, weil sie sich dort so unterschiedlich anfühlten und keiner, also und auch Two-Face hat dort irgendwie seinen Platz in dem Film, während er hier zum Beispiel auch nicht. Ganz zum Schluss erst dazu. Also, ja. Ne, ist ja die ganze Zeit ist er ja Harvey Dent und erst am Schluss, in den letzten halbe Stunde, ist er ja dann Two-Face. Also du brauchst ihn nicht die ganze Zeit als Bösewicht darstellen, insofern funktioniert es auch ganz gut. Naja, eine Frage hätte ich noch, und zwar, es gibt ja du hast schon angesprochen, diese Box für jeden Haushalt vom Edward Nigma.
Da frage ich mich, muss man da eigentlich täglich das Popcorn drinnen wechseln oder? Stimmt, das sind ja so Popcorn-Maker. Ja. Keiner, bei seinem Prototyp verstehe ich es ja noch, der ist ja irgendwie zusammengeschustert, aber im fertigen Produkt dann, ich weiß nicht, die Box hat wahrscheinlich nur eine Haltbarkeit von 1-2 Wochen und dann muss man sie eh entsorgen, weil sie schon verschimmelt, keine Ahnung. Eine Sache, ich finde, einer der häufigsten Kritikpunkte, die ich an diesem Film höre und bei der ich nicht unbedingt d'accord gehe, ist, dass Jim Carrey eigentlich kein guter Riddler ist, weil er nur Jim Carrey ist und halt ein Riddler-Kostüm trägt. Ja, das stimmt nicht. Ich finde, selbst wenn es stimmt, ich finde, es passt aber auch einfach gut. Er spielt halt nicht den Comic-Riddler, er spielt den 66er Batman-Riddler und das macht er großartig. Ja, und ich meine, ey, du kannst doch nicht, wenn du einen Schauspieler castest, kannst du doch nicht dann dem Schauspieler vorwerfen, dass er sich so benimmt wie der Schauspieler. Also, ich meine, klar, ein bisschen Wandlungsfähigkeit gehört schon dazu, aber du nimmst doch diesen Schauspieler aus einem bestimmten Grund. Ja? Und wenn Joel Schumacher sich gedacht hat, ey, ich möchte gerne Ace Ventura in den grünen Anzug stecken und ihn Riddler nennen, dann ist es halt so. Und dann, ich finde, das passt auch auf die Rolle. Insofern verstehe ich die Kritik jetzt nur so bedingt. Finde ich jetzt keinen Kritikpunkt. Ich, wie gesagt, ich war ja auch großer Jim Carrey-Fan zu der Zeit. Insofern denke ich, ja, Ace Ventura mit roten Haaren und grünem Anzug, top. Und ich mochte irgendwie die Rätsel. Die waren alle, also die vor allem die kleineren Rätsel, die dann zu dem größeren Rätsel geführt haben. Hat man die kreativ, das mit dem Streichholz, das mit den Bauern beim Schach und so weiter. Das sind so Rätsel, okay, auf die kann man problemlos kommen. Aber das ist dann die eigentliche Lösung, die Kombination aller Rätsel ist. Das fand ich eigentlich ziemlich gut gemacht. Und dass er sich die Mühe macht, jedes Rätsel mit selbst gebastelten Pop-Up-Kärtchen zu Das ist auch herrlich, ja, dass sie wirklich handgemacht sind, dass man auch die eine Szene sieht, wo irgendwie Buchstaben ausschneidet, wie bei so einem Erpresserbrief, und daraus dann aber ein Rätsel bastelt. Mhm. Ja. Ich habe noch zwei Punkte, die so kurz erwähnen würde. Das erste war, die Dr. Chase Meridian stellt sich dafür, dass er eine Psychologin und irgendwie auch Profilerin oder was ist, stellt sich ganz schön dämlich an, die Identität von Batman rauszukriegen. Weil er schmiert es ihr ja den ganzen Film über quasi aufs Brot. Ja? Einmal springt er ja im Zirkus sogar auf neben ihr und ruft, ich bin Batman, ja, weil es heißt hier, er soll sich zu erkennen geben, sonst gibt's Tote. Aber sie kommt bis zum Schluss nicht drauf, wer er ist. Und denke so, wie viele Hinweise brauchst du denn noch? Ja? Ich finde, das ist für mich auf einer Ebene mit Bruce Wayne, warum sind sie wie Batman gekleidet? Ich glaube, das ist in Batmans Rückkehr, diese Stelle ist so albern, aber auch gleichzeitig ist es, ich weiß, ich freue mich jedes Mal, wenn ich diesen Satz höre, weil er auch so ehrlich empört ist irgendwie. So, Bruce Wayne, warum sind sie wie Batman gekleidet? Aber auch mit der richtigen Reaktion dann von Catwoman natürlich. Aber das nur noch kurz, wollte ich noch ergänzen. Ich liebe diese Zeile. Ja, super. Und in Batman Forever gibt es eins der zweckmäßigsten Bat-Gimmicks direkt nach dem Haifisch-Bat-Spray, nämlich die Raketenschuhe. Es gibt irgendwie ganz am Schluss eine Stelle, da stemmen sie sich irgendwie gegen so eine Plattform, müssen die irgendwie hochdrücken und er aktiviert dann so Düsen im Schuh, die aber nach vorne zeigen. Also, dass er quasi noch zusätzlichen Schub hat, um dieses Ding hochzudrücken. Wo ich mich frage, in welcher Situation, für welche Situation war das denn bitte gedacht? Also, für genau diesen Moment. Ja. Also, echt für jede Situation gerüstet. Ist ja der Server, wo er sein Cape über sich schmeißt und dann da Two-Face diese Explosion auslöst und sein Cape verwandelt sich plötzlich in den T-1000 aus Terminator 2. Naja, das ist feuerfeste Cape. Ich finde, die Effekte sind sowieso noch eine Sache für sich. Noch zwei Punkte habe ich zum Riddler. Einmal, ich mag das Ende, dass der Riddler in Arkham landet und sich für Batman hält. Ich finde das einfach ein sehr passendes Ende, weil er ist die ganze Zeit so besessen von Bruce Wayne, versucht in seinen Kopf reinzukommen. Es gibt diese eine Szene beim Tanz, wo Edward Nickem aber die ganze Zeit nur auf Bruce Wayne fixiert ist und nicht auf seine Tanzpartnerin. Und das ist dann am Ende, wenn er dann durchdreht, dass es dann sich dadurch äußert, dass er sich selbst dass er halt so besessen ist von Bruce Wayne und Batman, dass er sich am Ende selbst dafür hält. Und das fand ich einfach irgendwie sehr schön. So poetische Gerechtigkeit nennt man das, glaube ich. Und eine andere Sache, es gab ja das Gerücht, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gehört habt, dass Riddler ursprünglich von Robin Williams? Ja, danke, ich mir gerade der Name fand, dass von Robin Williams gespielt werden sollte. Denkt ihr besser oder schlechter? Sag mal so, für diesen Film wäre es wahrscheinlich verschwendet. Ja. Prinzipiell kann ich mir das sehr gut vorstellen, Robin Williams als Riddler, aber in dem Film wäre es wahrscheinlich Perlen vor die Säue.
Den Robin Williams kennt immer gut in einem Burton Riddler 5 vorstellen. Ja. Also da hätte er dann wahrscheinlich die Rolle so gespielt wie in diesem, wie heißt der Horrorfilm mit dem Robin Williams, One-Hour-Foto? Diesen Fototypen spielt, ja. Ja, genau. Ja. Und ich denke, da hätte er dann die Rolle wahrscheinlich gleich so wie da angelegt und das hätte dann sicher gut funktioniert. Ja, weil das stimmt, dieses Stalker-mäßige vom Riddler hätte natürlich dann auch hätte gut rübergebracht, glaube ich. Mhm. Das stimmt, es hätte es wirklich einen etwas ernsteren Riddler dann dafür gebraucht, wobei auch Robin Williams ja albern spielen kann, das ist, darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Aber auch dafür brauchst du einen Regisseur, der so ein bisschen feinfühliger inszeniert, als es ein Joel Schumacher macht. Gab ja auch das Gerücht, dass er ursprünglich auch für den Joker bei 89 schon im Gespräch war. Auch ja, das damals, könnte ich mir vorstellen. Ja, aber damals war ja da Williams noch nicht so eine große Nummer in Hollywood, oder? Also was ich gehört habe, ist, dass Jack Nicholson eigentlich die Rolle gar nicht haben wollte und die haben ihm dann erzählt, Robin Williams wäre aber interessiert. Und dann hat er es deswegen irgendwie trotzdem gemacht oder so. Aber wie gesagt, das klingt so nach moderner Legende, aber ich find's irgendwie eine nette Story. Ah, das ist so wie damals mit Stopp oder meine Mami schießt, wo der Arnold Schwarzenegger den Stallone eingetrickst hat, die Rolle zu übernehmen. Das ist eine gute Bitte was? In Stopp oder meine Mami Film, schießt. Was? Stopp. Sag jetzt bloß, du kennst Stopp oder meine Mami schießt. Sagt mir leider nichts. Oh Gott. Parappa. Großartiger Comedy-Film mit dem Sylvester Stallone. Und zwar der Schwarzenegger hat das Gerücht in Umlauf gebracht, dass er jetzt an dem nächsten großen Comedy-Film von 1997 mitspielt mit der Estelle Getty. Und der Stallone hat, damals haben sie diese freundliche Rivalität gehabt und der Stallone hat gesagt, na, also der Schwarzenegger, der ist schon reich genug, ich muss da mitspielen. Und dann hat er den Deal unterschrieben und der Schwarzenegger hat sich zurückgelehnt und gesagt, du Vollidiot, das Skript ist Schrott, viel Spaß. Oh, und ich dachte, okay, das würde gut zu Schwarzenegger passen, weil er hat auch Kindergartenkopf gespielt. Oh, na, der Film passt schon mit dem Stallone, glaub mir, den musst du mal anschauen. Okay. Herrlich, herrlicher Stein. Schön, ja. Okay. Apropos Schwarzenegger. Gute Überleitung, auch perfekt. Gut eingefädelt, nicht schlecht. Batman und Robin von 1997, der Film, der das Franchise gekillt hat, erstmal eine ganze Weile. Ich hatte immer das Gefühl, dass im Internet diese sehr harte Kritik und die sehr, sag ich mal, negativen Meinungen zu dem Film immer ein wenig übertrieben waren. Als der Film damals in die Kinos kam, ich meine, ich hätte den auch im Kino damals gesehen, der wurde auch echt stark beworben. Es gab riesiges Merchandise dazu. Und ich meine, ich habe den im Kino gesehen und fand ihn gut genug für Batman-Film im Kino, war okay. Später, klar, wenn du dann älter wirst und deine Ansprüche steigen, siehst du es vielleicht ein bisschen kritischer. Aber jetzt, nachdem ich habe ihn jetzt wirklich viele Jahre nicht mehr gesehen und nachdem ich ihn gestern mal wieder aufgefrischt habe, dachte ich, eigentlich hat er mich ganz gut unterhalten. Ja. Nee, ja, komm, also, Michel, erzähl mir was. Also ich fand ihn damals auch irgendwie okay, glaube ich, irgendwie. Also ich hatte schon irgendwie, glaube ich, das Gefühl, dass ich ihn schlechter fand als Batman Forever, aber damals fand ich ihn noch okay, aber mittlerweile, der ganze Film ist für mich, der fühlt sich an wie aus Plastik. Also die Optik wirkt alles total unecht, sowohl die Kostüme als auch die ganze, das Gotham City wirkt halt mittlerweile, weil sie es noch also teilweise mit CGI gemacht haben, mit schlechtem 90er-Jahre-CGI, wirkt total unecht. Das Drehbuch ist aus der Hölle. Das ist, die Dialoge sind, also ich glaube, wenn du ein Trinkspiel machen würdest, wie bei jedem Wortspiel, das mit Eis zu tun hat, einen Shot trinkst, dann bist du tot am Ende des Films. Was hat die Dinosaurier getötet? Die Eiszeit. Coole Party, Leute. Das lässt mich kalt. Du bist voll in deinem Element, ich merke das schon. Ja. Es ist schön, dass Hude offensichtlich auf meiner Seite ist. Also ich meine, der Film funktioniert für mich als Trash-Film. Man kann den halt so gucken als ja einfach als Trash-Film, aber als ich finde, als Batman-Film funktioniert er überhaupt gar nicht. Dafür ist er zu quietschbunt, dafür ist er zu Plastik alles. Allein wenn Mr. Freeze die Autos einfriert und dann die Plastikeiszapfen da so wackeln. Nee, also ich weiß auch nicht. Und dabei fand ich auch Mr. Freeze als Charakter so cool, ja. Auch ja, pun not intended, aber Arnold Schwarzenegger, wer kam auf die Idee? Mr. Freeze ist ein hochgewachsener, hagerer Mann. Und dann holen sie sich da den Bodybuilder vor dem Herrn.
Ja, aber sie sagen ja im Film Mr. Universe, Bodybuilder und Sportathlet Dr. Victor Freeze. Also es wird schon im Film erklärt, warum er so ausschaut. Stimmt, bei Olympia irgendwie. Ja, Olympiasieger, genau. Ich glaube, die sind einfach damals bei der Besetzung damit gegangen, okay, wer ist gerade so der größte Name in Hollywood, den wir uns leisten können? Du hattest halt deswegen irgendwie bei Batman 2 hattest du halt Michelle Pfeiffer, die halt wirklich extrem populär war zu der Zeit. Batman Forever hat Jim Carrey, der ja wirklich so der Megastar war in Mitte der 90er. Und jetzt hast du halt hier, okay, Schwarzeneggers Zeit war eigentlich schon langsam vorbei. Aber auch, dass du halt Uma Thurman hast, die ja quasi auch, naja, zumindest ein Aufsteiger war zumindest. Und Alicia Silverstone, die gerade hier mit Clueless irgendwie ziemlich erfolgreich war. Und Clooney natürlich. Emergency Room. Na, allgemein, Clooney, glaube ich, muss man nicht groß begrüßen. Clooney ist halt einfach großer Schauspieler. Zumindest als populärer Schauspieler. Über die Qualität will ich gar nicht so viel urteilen, aber ich finde ihn auf jeden Fall einen ziemlich guten Batman macht er. Also sowohl sehr, sehr glaubhaften Bruce Wayne und auch als Batman durchaus füllte das Kostüm schon ganz gut aus. Ja, also George Clooney ist da nicht das Problem. Der macht das schon ganz okay. Bei mir war es ungefähr so wie bei dir, Parappa. Ich habe den Film damals im Kino gesehen mit meinem Vater. Das werde ich nie vergessen, weil wie wir ins Kino gekommen sind, habe ich einmal den ganzen Kübel Popcorn ausgeleert, weil ich gestolpert bin. Und dann, ich war total geflasht von dem Film, natürlich wieder bunte Bilder, fetzig, coole Dialoge vom Schwarzenegger, großartig. Und wie wir heimgefahren sind vom Kino, kann ich mich nur mehr erinnern, dass mein Vater hat mich gefragt, und wie hat dir der Film gefallen? Ich habe gesagt, oh, so cool, das. Und dann habe ich gesagt, und dir, Papa? Und er sagt so, tja, das war der größte Mist und das letzte Mal, dass ich in meinem Leben im Kino war. mir ist es ungefähr so gegangen wie dir. Ich habe mir immer gedacht, warum sagen alle Leute, der Film ist so schlecht? Dann habe ich mir eben vor ein paar Jahren diese komplette DVD-Box gekauft, wie eben DVD ganz neu rausgekommen ist. Und habe mir die vier Filme angeschaut und habe ich schon gemerkt, ja, okay, der Film ist wirklich schlechter als der Rest, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass er scheiße ist. Dann habe ich ihn jetzt sicher 10 oder 15 Jahre wieder nicht gesehen und eben jetzt dann für unsere Besprechung nochmal und da habe ich mir gedacht, ja, so. Also ich finde den Film durchaus sehr unterhaltsam. Also ich war diese 2 Stunden und 6 Minuten von Anfang bis Ende sehr gut unterhalten. Mir hat der Bauch verlochen, wehgetan. Ich habe Tränen in die Augen gehabt. Einfach großartig, großartig. Ja, der funktioniert halt eher als Komödie, als Actionfilm. Es ist halt eine Batman-Komödie. Und ich finde es toll, dass man das einmal gemacht hat. Vor allem, man sagt ja immer zum Beispiel, Nightmare on Elm Street 2 ist der schwulste Horrorfilm. Und für mich ist das irgendwie der schwulste Batman-Film, weil den ganzen Film habe ich mir gedacht, Bruce, wirst du nicht endlich Alfred küssen? Ihr zwei liebt euch offensichtlich. Wobei ich finde, da war die Anspannung zwischen Batman und Robin ja deutlich erotischer. Also. Ja. Also die haben ja schließlich zwischen den beiden Filmen angefangen, Batnippel aufzukleben auf die Rüstungen. Und yes, bei Batman Forever schon. Echt? Da dachte ich mal, ich einen lustigen Witz. Ah. Nee, das war. Ich hab, weil das immer wieder erwähnt wird, der Bettanzug mit den Nippeln, das habe ich immer drauf geachtet. Ja, da habe ich auch nie wirklich drin interessiert. Das Einzige, was ich an dem ganzen Bettkostüm immer albern fand, war, dass Batgirl hochhackige Schuhe trägt. Ja. So, das ist natürlich absolut geiles Schuhwerk für einen Kampf. Ja, genau. Ja, weil weibliche Actionheldinnen müssen immer hochhackige Schuhe anziehen. Sie kann damit sehr gut kicken, aber was ist, wenn sie mal einen Einsatz laufen hat, wo Kopfsteinpflaster ist? Dann hat sie echt ein Problem. Ich finde es ja so großartig, es gibt ja wieder Behind-the-Scenes-Geschichten über diese ganzen Bat-Anzüge und zwar Batman und Robin haben ja die Nippel auf die Kostüme, weil es eben noch griechische Götter modelliert sind und das ursprüngliche Kostüm von Batgirl hat das auch gehabt, nur dann, wie die Alicia Silverstone das angehabt hat, sind die Designer draufgekommen, halt, wir können ihnen irgendwie keine falschen Nippel anpicken, das schaut irgendwie sexistisch aus und dann haben sie eben dieses Halbfenster drüber gepickt, was man da in Großaufnahme sieht im Film und da sieht man auch, dass das nachträglich hinzugefügt worden ist. Einfach großartig. Okay. Ja, okay. Aber ich finde jetzt mal ohne Spaß, ich finde, der Film hat zum Beispiel schon gegenüber Forever auf jeden Fall die bessere Besetzung. Ja, das durchaus. Denn in Nebenrollen sogar den, wie heißt der, John Glover, Danny Glover? Als dieser wahnsinnige Wissenschaftler. Ach, der Professor, Professor, ich habe aufgeschrieben, Professor Looney McCrazy. Also die Cartoon-Version eines verrückten Wissenschaftlers. Dann der Commissioner Gordon hat endlich einmal was zu tun. In alle Filme steht er darf nur den Hebel umlegen. Geil. Ja, und da darf er den Diamanten halten. Er darf den Diamanten hochhalten. Und er darf den Hebel umlegen, der sie vom Erfrieren abhaltet.
Ja, eben. Ich dachte, wow. Mir kam nämlich auch genau der Gedanke, dachte ich, mit einer Commissioner Gordon, er darf das bei einem machen. Ist ja unglaublich. Sonst darf er einfach nur der dicke, lustige Polizist sein. Ja. Aber auch eine durchgehende Rolle in allen vier Filmen, das ist ja auch nicht schlecht. Stimmt, ja. Er ist auch immer dabei, ja. Also ich finde, Leute hängen sich auch mal gerne an Schwarzenegger auf an dem Film, aber ich finde, die ernsten Mr. Freeze-Szenen macht er gut. Also die Szene, wo er dann seine Familienfilme guckt und traurig ist, die Szene, wo er dann im Gefängnis da diese Spieluhr baut aus Eis, dachte ich, die ist echt gut. Und auch, ich finde die eine Szene, wo man einfach die ein bisschen länger hätte sein können, wo man vielleicht der Figur vielleicht ein bisschen Raum hätte lassen können, war, wo er erfährt angeblich, dass seine Frau tot ist und er hat dann diese gefrorene Träne. Da hatte ich gedacht, oh komm, ein paar Sekunden mehr, weil er ist im Moment traurig und dann schaltet er sofort um auf, okay, ich friere die ganze Welt ein. Als Adam und Efeu. Oh Gott. Das ist so großartig. Das Problem ist, also ja, diese ernsteren Szenen mit ihm funktioniert schon für sich genommen ganz gut. Das Problem ist, der ganze Film drumherum ist so albern, dass die schon wieder negativ auffallen, ja, weil dann so nach dem Motto so, was will er denn jetzt, warum wird er jetzt so emotional hier, komm, reiß wieder blöde One-Liner, das passt besser zum Rest, ja. Insofern, ich bin da zwiegespalten tatsächlich, also. Ich finde es halt in dem Sinne, also ich stimme dir zu, es ist halt wirklich es kollidiert extrem mit dem Mr. Freeze, wie wir ihn dann in den Action-Szenen sehen, wo er mit seinem ulkigen Eispanzer herumfährt und eigentlich nur einen Eiswitz nach dem anderen reißt und dann hat er seine ulkigen Eishockey-Minions, die da überall rumflitzen und es ist halt wirklich alles super albern und hast halt diese etwas ernsteren Szenen. Ich finde es trotzdem besser, weil ich habe dann lieber ernste Szenen, die als ernste Szenen funktionieren, als eben diese Rückblenden in Batman Forever, wo es quasi so spooky wird und die sind, weil die finde ich nicht gut, die sind einfach nur langweilig. Und bei denen hier, da kann ich zumindest nachempfinden, okay, wer ist Mr. Freeze eigentlich? Und ich finde es halt schön, dass sie tatsächlich auch diese Hintergrundgeschichte aus der Cartoon-Serie übernommen haben. Die hätten ihn ja auch tatsächlich einfach wieder zu einfach einem Typen mit einer Eiskanone machen können. Sie hätten ihn locker zu Two-Face machen können in dem Film, aber haben sie nicht. Sie haben ihm ein bisschen mehr gegeben. Ja. Wobei sich da wieder die Frage stellt, weil du sagst, die Szene in Arkham Asylum, wo er diese Spieluhr baut, er nimmt ja einen Wecker dazu. Das sieht man ja im Film. Und er schnitzt sich die Figur aus einem Eiszapfen. Woher kommt dann auf einmal die Spieluhrmusik? Hat das jeder Wecker eingebaut, oder? Nein, das hat er aus dem Eis. Das war das Eis, das erklingt nämlich, wenn es dann irgendwie gegeneinander schlägt. Okay. Das kommt von daher, wo auch die ganzen Cartoon-Geräusche herkommen. Das habe ich mal auch gedacht. Der ganze Film hat Cartoon-Geräusche, so wie die drei Turtles-Filme. Ich muss auch sofort an die Turtles-Filme denken. Es gab so eine Szene, wo Batman irgendwie so zwei Handlanger wegschleudert und es war richtig wii! Das ist ja. Was ich mir auch aufgeschrieben habe, wie kommt die Rakete ins Museum? Ja, die war im Auto. Der erste Auftritt von Mr. Freeze ist ja, dass er ein Museum überfällt, um diesen Riesendiamanten zu klauen. Ja. Ja, also er ist ein ganz normaler Überfall. Aber er flieht, indem er in eine Rakete steigt, die aus dem Boden vom Museum rausbricht. Nein. Also die Rakete ist in seinem Auto, das durch die Wand durchbricht. So, die Rakete kommt aus dem Auto raus, wird in die Höhe geschossen. Dann landet er wieder auf der Erde und dann ist auf einmal sein Auto, was sich vorher auseinandergeklappt hat, dort, wo er gelandet ist, wieder da. ganz logisch. Na, wenn du es so erklärst, macht es natürlich Sinn. Aber noch besser mit dem Mr. Freeze ist die Szene, wo er mit seiner Handlanger in dieser Eisfabrik drin ist und sie singen I'm Mr. White Christmas, I'm Mr. Snow. Das ist schon wieder so skurril, dass ich es einfach nur lieben muss. Ja, und dann hat er noch diese Eisbär-Slipper an und seinen Bademantel. Die Eisbär-Hausschuhe sind so geil. Oh Gott, ich liebe Lippe. Pass auf mich, wir überzeugen dich heute noch. Also dafür hat sich der Podcast schon gelohnt, du hast einen schönen Tag beschert. Ja, ich merke schon. Du hast ihn glücklich gemacht. Ich fand nur eigentlich die eine Szene ein bisschen komisch, wo Batman Mr. Freeze zum ersten Mal fängt. Also er springt ja irgendwie durch die Windschutzscheibe von seinem Panzer und in der nächsten Szene liegt er einfach da. Schnitt ohnmächtig. Ja, das war zu viel Bat-Nipple-Power für einen Mr. Freeze. Ja, ich hab auch gedacht. Aber der macht sowas ganz oft, der Schuhmacher. Also so solche Sachen wie jemand stürzt irgendwo runter und dann fährt quasi nur die Kamera schnell irgendwo drauf zu und dann gibt's einen Cut und dann ist halt was anderes. Aber so. Wie Robins Eltern quasi.
Ja, genau, er drückt sich quasi um den Aufprall jedes Mal. Wobei es bei Robins Eltern sogar, da funktioniert's. Ja, gut. Ich mein, weil du musst den Aufprall nicht sehen, du weißt, was passiert ist und es reicht, wenn du dann die Leichen siehst und dann das Gesicht von Robin. Genau. Das hat tatsächlich gut funktioniert. Ja, dann Poison Ivy. Uma Thurman wusste, in was für einem Film sie ist und sie hatte einfach Spaß damit und ich finde, das überträgt sich irgendwie. Ja, ich glaube, das macht als Schauspieler macht das auch irgendwo Spaß, dieses Overacting, was sie da die ganze Zeit abfeuert. Ich glaube, wenn man sich drauf einlässt als Schauspieler, ist das super. Ja? Du darfst jetzt halt nicht erwarten, dass es ein Oscar-Kandidat wird, was man da gerade abdreht, aber ich glaube, die hatten auch alle Spaß am Set. Ja, schau da nur die Szene dann zwischen Poison Ivy und Bane. Ich meine, die zwei kommen kostümiert als Gorillas, der Bane hat die ganze Zeit das Gorilla-Kostüm und die Uma Thurman, Bane, hör auf mit dem Affentier. Ich mag eigentlich fast lieber das Foto, was wir von denen am Flughafen gemacht haben, wo irgendwie Bane irgendwie nur einen Zylinder auf hat als Verkleidung. Ja, genau. Er hat seine Wrestling-Maske auf und da drauf den Zylinder. Und Trenchcoat. Ja, okay. Also ich meine, also an solchen Stellen merkt man wohl auch, dass das als Parodie gedacht sein muss. Also das kann mir jetzt keiner mehr erzählen, dass Joel Schumacher jetzt aus Versehen einen trashigen Batman-Film gemacht hat. Ich glaube, der hatte einfach Bock, ein lustiges Popcorn-Kino zu machen. Und ja, irgendwie haben alle mitgezogen. Ich glaube, der Einzige, der dachte, dass er einen ernsten Film spielt, ist Chris O'Donnell als Robin. Das ist der Einzige, der versucht, ernst zu spielen. Aber alle anderen drumherum haben einfach eine Mega-Party. Ja, in dem Film nervt er auch wieder. Also in Batman Forever, finde ich, ist er ganz okay als Rolle. In Batman und Robin, finde ich, ist er nur noch dieses Mimimimimim, ich will jetzt aber auch mal Mimimimimim. Das ist ein Film vorher, ging es doch dieses, überredet er noch, dass er bitte mitspielen darf. Mhm. Und im nächsten Film ist schon wieder dieses, es geht immer nur um dich, ich will aber auch mal. Wobei, das ist ja auch von Poison Ivy beeinflusst und so. Ja, natürlich, klar. Ja, weißt du, Robin ist doch ein Teenager, das sind die Hormone. Ah, weißt du? Ja. Der toughste Typ ist immer noch der Commissioner Gordon, der in die Eisfabrik reinkommt und zum Batman sagt, nachdem die Poison Ivy entkommen ist, was ist los? Warum hast du sie entkommen lassen? Ja. Wozu haben wir dich denn? Wozu bezahlen wir dich eigentlich, du Millionär? So herrlich. Das mit dem Millionär ist auch so ein Ding, wo eigentlich mag ich den Plot um Mr. Freeze schon, dass er halt versucht, irgendwie seine Frau zu retten. Darum geht es ihm ja im Wesentlichen. Mhm. Aber dass sein Plan ist, ich klaue Diamanten, um Kapital zu schaffen für meine Forschung. Und es geht ja irgendwie nur um eine Milliarde, oder nur um eine Milliarde. Also könnte dann nicht Bruce Wayne sagen, hey, Freeze, hier ist eine Stiftung. Ich finde es gut, dass du das forschst. Forsch doch mal. Aber klaut er die Diamanten nicht, weil er die als Energiequelle für seinen Eisanzug? Ja, auch. Den Großen am Anfang klaut er, weil er damit irgendwie Kapital beschaffen will für seine Forschung. Ja, und für seine komische Eiskanone hat er doch irgendwie so drei Slots für drei große Diamanten und die braucht er dann. Ach, stimmt. Ah, ja, der wollte, glaube ich, die Stadt als Geisel nehmen, um dann Milliarden zu erpressen. So rum. Wie sowas, ja. Genau. Ja. Da fand ich dann, das Happy End war dann so schön, wo da Mr. Freeze halb tot am Boden liegt und der Batman kniet sich runter zu ihm. Na komm, Freezy, gib da einen Ruck. Gib mir das Gegenmittel, dann kann ich den Alfred retten. Und der Freeze so, du hast recht, Batman, du bist der korrekte Typ. Da bitte das Gegenmittel und ruf mich morgen in der Früh an, wie es den Patienten geht. Ja, mein Gott, ist das geil. Viel das trinken, auch ausschlafen. Ich mochte aber, dass er quasi, dass Mr. Freeze am Ende wieder zum Guten bekehrt wird und dann sogar Alfred rettet. Das ist ein schönes Happy End gewesen. Ja. Ich mag allgemein den Alfred-Nebenplot, finde ich insgesamt gut, weil ich finde ihn tatsächlich rührend mit den kleinen, dass Batman immer so kleine Rückblenden hat von sich als Kind mit Alfred, dass man halt da nochmal sieht, okay, was für eine wichtige Rolle Alfred eigentlich in seinem Leben hatte. Und, ja, das ist tatsächlich ganz schön gemacht. Wie er das eigentlich, und wie Bruce Wayne, dass er was seine Macht als Batman hat, aber was er nicht verhindern kann, er kann seine Vaterfigur, er kann ihn nicht bewahren vom Tod. Mhm. Und dass wie er diese wirklich schwierige Situation, wie er die runterschlucken muss, fand ich wirklich eine gute Nebensache. Ja. Eine andere Nebensache, die nicht so funktioniert hat für mich, war Batgirl. Ja. Also Alicia Silverstone ist, finde ich, schon die schwächste Schauspielerin hier von den ganzen Hauptfiguren. Aber man muss auch dazu sagen, sie hat auch nicht wirklich viel zu tun in dem Film. Nee, also ich finde, also dass Robin dann quasi direkt von Null auf Superheld gemacht hat, das nehme ich auch irgendwie ab, weil der ist zumindest mal Akrobat. Mhm. Ja, also, ne?
Aber sie, was kann sie denn? Kann sie Motorrad fahren. Sie hat einen Grundkurs im Judo irgendwie, hat sie erzählt. Und sie ist Computergenie. Also die das College, wo sie studiert. Oxbridge. Das ist so der kreative Ausverkauf. Da dachte ich, ihr seid auf wirklich nichts Besseres gekommen als Oxbridge. Ihr sind die einzigen Unis, die ihr kanntet, und wir haben irgendwie die Namen gemixt. Cameford? Nee, nehmen wir Oxbridge. Okay, ja, alles klar. Okay, das war so, wo ich dachte, oh, okay, ihr seid ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen mit den Albernheiten. aber sie hat doch irgendwie Computer studiert, und Computer in den 90ern konnten noch alles. In den 80ern war es ja noch besser, da konnten Computer ja wirklich alles, aber ja, in den 90ern war das ja noch so. Und wer Computer bedienen kann, der ist auch gleich ein Hacker. Und deswegen ist sie auch ein super Hacker-Genie und so. Und auch gleich ein super Held dann, ja. Sie hat Leistungskurs, Computer und Kampfsport. Das reicht. Es ist ja so großartig. Am Ende rettet sie ja Batman und Robin. Und dann die nächste Szene, die man sieht, sie haben andere Kostüme an. Sie haben extra Eisfahrzeuge auf einmal, die super gut sind. Dann, wenn sie abgeschossen werden von Raketen, schafft es die unsere Judo-Batgirl-Mädchen mit einem Satz rüber zum Robin zu springen. Das Motorrad fährt aber gerade weiter. Also das fällt nicht um, es fährt weiter, weil sie springt ja dann wieder zurück aufs Motorrad. Großartig. Sie fährt auch in dem Film das sinnloseste Motorradrennen, das sinnloseste Rennen seit dem Pottrennen in Episode 1. Die Szene hat sie auch echt gezogen, dabei ist die gar nicht mal so lang. Aber ich dachte, Gott, ist das langweilig. Ein super aufwendig inszeniertes Motorradrennen, das absolut nichts zur Handlung beiträgt. Nur. Ja. Also, keine Ahnung. Aber wieder mit der lustigen Neon-Raver-Techno-Gang. Die sind wichtig, die sind jetzt im Kanon. Also. Ja. Aber was ich mich gefragt habe bei der Rettungsaktion am Schluss, wo sie Robin und Batman rettet, da stürzen sie ja irgendwie von so einem Turm in die Tiefe. Ja, und zwar nur die drei, also keine irgendwie noch irgendwelche Geiseln und sonst was zu retten, sondern nur die drei. Und es geht irgendwie ganz, was soll ich in letzter Sekunde noch mit der Grappling Gun da irgendwie hochziehen, wo ich mich dann gefragt habe, wozu habt ihr eigentlich eure Capes? Weil das Cape von Batman ist doch dazu da, dass er gleiten kann und schweben, also ne? Ich glaube, sie rettet doch nur Robin am Ende. Ist egal, jedenfalls haben die beide so ein Cape an. Wozu haben die das? Ja, ja, das ist der Winter, weißt du, das ist so wie am Anfang vom Film, wo der Batman und der Robin von der Rakete runterspringen und der Robin dann sein Board wegschmeißt und dann noch schreit offscreen, Freeze hat unsere Batter vereist, obwohl der Freeze eigentlich gar nichts gemacht hat. Ja, vor allem wahrscheinlich die Capes. Freeze hat unsere Capes vereist. Mit einer zugeeisten Raketentür kann man natürlich nicht mehr so geil surfen in der Luft. Das ist völlig, physikalisch völlig unmöglich. Vorher ging es, danach. Ich musste tatsächlich an einer Stelle wieder an Episode 1 denken. Und zwar, wenn die dann mit diesen Türen surfen, in die Tiefe stürzen und Robin ruft, wuhu! Ich musste so an Anakin denken, an Yippie! Es hat dir nur noch Cowabunga gefallen. Bane haben wir noch nicht besprochen. Dem Gummi-Bane. Bane, also ich finde, also die Effekte sind scheußlich in dem Film. Auf jeden Fall, auch wenn ich den Film jetzt irgendwie mag. Also ich finde, der hat den schlimmsten Bluescreen aller Zeiten. Mhm. Die Szene, wo irgendwie nach diesem Motorradrennen, wo Batgirl irgendwie an dieser Straßenschlucht hängt und Robin zieht die hoch, und das ist der Bluescreen. Ich fand, das war so ein Ding, das ist mir schon damals aufgefallen, wie scheiße das aussieht, und ich habe den ganzen Film darauf gewartet, wann kommt nochmal dieser scheußliche Bluescreen, und da kam er. Der hat sich mir eingeprägt. Das ist so Mortal Kombat 2. Das ist ganz, ganz furchtbar. Das ist ja auch Ende der 90er, der Film. Das ist so die Zeit der furchtbaren Bluescreens gewesen, hatte ich das Gefühl. Ja. Ja, jedenfalls Bane. Aber worauf ich hinaus will, ist, die Verwandlung von Bane fand ich tatsächlich einen ziemlich guten Effekt. Wie er da von diesem dünnen Würstchen auf einmal dann dieses riesige Muskelpaket ist. Ja, aber da hört es dann auch wirklich auf. Also, Entschuldigung, also Bane geht gar nicht. Selbst wenn ich jetzt noch, selbst wenn ich Poison Ivy und Mr. Freeze noch runterschluck, als so wie sie jetzt da. Also Bane, Entschuldigung, also das ein Bösewicht, der sich dadurch auszeichnet, dass er super intelligent ist. Und also nicht nur Muskelpaket, sondern super intelligent. Und was machen sie aus ihm? Bane. So. Wow. Hey Bane-Schätzchen, drück mal auf die Tube. Tube drücken. Tube drücken. Ich finde aber, es funktioniert hier einfach, weil Bane, Bane in den Comics gilt als dieser super intelligente Söldner, der auch haufenweise ermittelt.
Aber wenn du jemanden fragst, was ist Banes Gimmick, ist es Schlauch im Kopf und aufgepumpt. Hm. Und das haben sie hier gemacht. Die hatten halt nur nicht die Zeit, dazu noch einen weiteren Charakter zu schreiben. Ich fand es halt witzig, als sie den dünnen Bane irgendwie reinbringt zum Experimentieren, dass noch jemand so kurz vorliest, ja, das ist so und so, das ist ein gesuchter Mörder. Und nur damit du quasi wahrscheinlich als Zuschauer irgendwie kein Mitleid mit ihm hast, so, sondern einfach, okay, Bösewicht, alles klar. So, so irgendwie so eine Zeile zum Wegwerfen, ah ja, das ist ein Fiesling, okay, da muss man kein Mitleid mit ihm haben. Ja. Ja, ist halt einfach irgendwer, ne? Ja. Keine Persönlichkeit. Irgendwo, ja. Ich habe den Film gesehen und dann habe ich erst diese Bane-Folgen aus der Animated Series gesehen. Da ist ja dieser intelligente Luchadore, der eben seine Kämpfe vorausplant und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, also wie ich das gesehen habe in der Animated Series, habe ich mir gedacht, das passt nicht zu Bane. Bane ist ein dummer Typ, der alle verprügelt. Was soll der Mist? Bis ich später Bane völlig falsch verstanden. Bis ich eben draufgekommen bin, dass der Film im Prinzip komplett verkehrt war. Aber ja, ist halt so. Das Ding ist, ich glaube, Bane ist, finde ich, ein attraktiver Bösewicht für diese Batman-Filme, weil ich finde, das Problem, Batman ist ja quasi als Kämpfer nahezu unbesiegbar. Nun hat Batman aber auch viele Bösewichte, die ihm körperlicher weit unterlegen sind und die ja eher auf einer intellektuellen Ebene oder politischer Ebene, also ich denke, Pinguin, Riddler, selbst Two-Face und so weiter, sind ja quasi alles im Nahkampf keine Gegner für ihn. Mhm. Und das heißt, du musst dir quasi die Filme immer so schreiben, dass es nie wirklich eine direkte Konfrontation gibt, bei der er sie schnappen könnte. Und ich glaube, Bane ist einer dieser Figuren, bei der es einfach sehr nützlich ist, wenn du die im Film hast, weil du kannst quasi, wenn du eine Action-Szene brauchst, kannst du Bane reinschmeißen. Du weißt, Batman wird den nicht so einfach überwinden können. Und deswegen, glaube ich, ist es attraktiv für einen Filmemacher, Bane einzubauen, weil du kannst den immer irgendwie einsetzen als der Typ, der die Action macht und du kannst danach immer noch deinen anderen Batman-Bösewicht haben. Ich habe mir wirklich überlegt, als ich jetzt mir so meine Notizen gemacht habe für das, ich glaube, Batman Forever wäre besser gewesen, wenn wir Two-Face durch Bane ersetzt hätten. Weil dann hätte Riddler nämlich jemanden gehabt, einen Muskel gehabt, der für ihn kämpfen kann. Mhm. Und du hättest trotzdem den Film weiterhin um Riddler sich drehen lassen können. Hier ist Bane schon irgendwie das dritte Rad am Wagen, weil du hast mit Mr. Freeze ja eigentlich schon einen Muskelprotz, der kämpfen kann. Ja, das, also bestimmt mit Riddler hätte sich das besser ergänzt tatsächlich. Mhm. Wenn du den Bane nicht gehabt hättest, dann hättest du nicht die großartige Szene gehabt in Arkham Asylum, wo er die Schatzkammer plündert mit den ganzen alten Anzüge. Und reinkommt zu Mr. Freeze und dann Mr. Freeze sagen kann, wow, ich wusste gar nicht, dass diese Anstalt einen Wäschelieferservice hat. Ich muss sagen, ich habe mich köstlich amüsiert über Bane in diesem Film. Ich fand ihn sogar noch fast lustiger als Mr. Freeze, weil Bane ist einfach irgendwie immer nur so im Hintergrund und wenn er was grunzt, ist es irgendwie lustig. Also und halt die Szene mit dem Zylinder, über die könnte ich mir immer noch zerschießen. Also das Bane ist, finde ich, eine wundervolle Ergänzung für diesen Film und ich möchte ihn nicht missen. Ein bisschen schade, dass am Ende so ein bisschen beiseite geworfen wird. Ich hatte ja ursprünglich gedacht, wir haben ja im Wesentlichen drei Bösewichte in dem Film, auch wenn Bane ja wirklich nur so die dritte Geige spielt. Beziehungsweise wir haben ja eigentlich nur Batgirl hier drin, damit jemand Poison Ivy verprügeln kann, damit es nicht so aussieht, dass Batman eine Frau schlägt. Ja, das stimmt, das ist so eigentlich der einzige Grund, warum wir Batgirl brauchten, damit jemand gegen Poison Ivy kämpfen kann. Deswegen dachte ich, okay, dann ist Robin der gegen Bane kämpft. Aber das fand ja nicht so richtig statt, sondern Bane kriegt ja keinen wirklichen Kampf, sondern die ziehen ihm halt einfach einen Schlauch aus und das war's dann. Was ein bisschen schade ist. Ich hätte mir irgendwie gerne eine coole Action-Sequenz oder eine coole Prügelei mit Bane noch gewünscht. Aber es macht Robin. Robin ist, glaube ich, der ihm den Schlauch rauszieht. Ja, Robin und Batgirl zusammen. Ja. Ja, irgendwie so. Ja. Also auf meinen Bane, da will hier nichts kommen. Ich finde, die einzige schwache Rolle ist Batgirl in diesem Film. Die ist wirklich überflüssig irgendwie. Weil sie hat halt einfach nichts zu tun. Die wird halt wirklich in den letzten 10 Minuten so gefühlt zu Batgirl. Und ich finde, das Problem hatte ja schon irgendwie Batman Forever, dass Robin ja auch nicht so richtig was beiträgt. Der wird zu Robin und wird direkt von Two-Face geschnappt. Ja. Mhm. Damit er am Schluss nicht entscheiden muss, wen er jetzt retten soll. Und hier finde ich es ganz cool, der Film heißt Batman und Robin, dass Robin sich tatsächlich wie ein Hauptcharakter anfühlt. Ich meine, der Konflikt zwischen den beiden, das wird immer so angedeutet, oh, jetzt streiten sie sich und so weiter, aber das führt halt irgendwie nie zu irgendwas. Außer halt zu dieser kleinen, du musst mir vertrauen, Ansprache von Batman zum Schluss. Wobei ich wollte gerade sagen, der He-Man-Schluss. Weißt du, Robin, manchmal ist es so, dass man und macht's gut, liebe Kinder, schlaf gut und keine Alufolie kauen.
Was? Wobei ich den Twist mit den Gummilippen immer noch sehr gut finde. Ja. Man hat mir gesagt, das Haus niemals ohne Gummi zu verlassen. Nee, mit Gummi fährt man sicherer. Ne? Ja, oh, die ganzen Sexwitzchen von Poison Ivy, die sind schon, ich finde, die sind wesentlich schlimmer als die Eiswitze. Irgendwie, wo sich Batman und Robin über Poison Ivy unterhalten und irgendwie, oh, was war es irgendwie, nette Stängel und die Knospen erst oder so. Die Knospen erst. Gott. $1 Milliarde, $2 Milliarden, $3 Milliarden, so viel Geld hast du gar nicht, du wirst mir schon leihen, $4 Millionen. Das macht ich irgendwie insofern, weil halt Batman natürlich darauf hinweist, Robin, du hast gar kein Geld. Du wohnst bei mir. $5 Millionen, so viel Platz hast du gar nicht in deinem Anzug. Für das hier ist immer Platz. Katsching, Batman Forever, die Kreditkarte. Die Batman Card. So großartig. Die Bat-Credit-Card, ich hab sie vergessen. Oh Gott, wie kann man die vergessen? Das ist eine von den besten Szenen in dem Film. Eine der legendären Szenen auf jeden Fall. Ich frage mich, wie hat er die beantragt? Er ist Bruce Wayne, das wird er schon hingekriegt haben. Er muss nur zur Bank gehen und sagen, wisst ihr, weil das Ding ist, ich finde es ja schön, dass Gotham City hier Batman so komplett akzeptiert hat. Er ist ja wirklich wie ein Promi inzwischen hier. Mhm. Und geht ja auch wie Empfänge und so. Und das dann könnte durchaus in Bruce Wayne irgendwie zu seiner Bank gehen und sagen, hey, Batman ist unser erster Bürger, der ist voll der coole Typ. Also wir sind jetzt ja wirklich hier im Adam West-Universum angekommen, wo Batman ja auch irgendwie auf der Straße rumläuft und Babys küsst. Deswegen glaube ich schon, dass Bruce Wayne eine Bat-Credit-Card beantragen könnte, problemlos in diesem Gotham. Wahrscheinlich gehört ihm einfach die Bank, er hat die quasi bei sich selber beantragt. Aber das ist jetzt auch wieder, hat man ja vorhin schon mal, dass jetzt der Film ist, wo es endgültig hanebüchen ist, wie schnell die alle ihre Gimmicks da haben. Ne? So Poison Ivy, die jetzt auch erst seit ein paar Tagen als solche existiert, hat dann schon ein Messer mit Pflanzengriff so als und keine Ahnung und diese ganzen Hideouts. Das ist ja der Server, wie da Mr. Freeze zieht, 2 Stunden, bevor die Poison Ivy zurückkommt in ihren Hideout ein und hat sich schon eine richtige Eishöhle ausgestattet. Zuerst Gotham und dann die ganze Welt. Katsching, zerbricht das Gras in der Hand. Ah, ehrlich. Ach, Gott. Also ich stehe nach wie vor dazu. Ich finde zwischen Batman und Robin besser als Batman Forever. Batman Forever habe ich mich stellenweise ein bisschen gelangweilt und ich mochte nur die Riddler-Szenen. Hier habe ich mich wirklich von Anfang bis Ende gut unterhalten gefühlt und habe eigentlich nur so ein bisschen bei den Poison Ivy-Witzen ein bisschen gecringed. Aber ansonsten war eigentlich eine gute Sache. Also. Also ich finde, da cringed schon einiges mehr in dem Film. Also ich glaube, der Film funktioniert mit so ein bisschen Alkohol besser, als wenn man den so nüchtern wegguckt. Ja, also sagen wir so, ich finde, als Trash-Film funktioniert er schon ganz gut. Als ernstzunehmender Batman-Film, nee. Also, Hude? Ich meine, ich muss dich, glaube ich, gar nicht fragen, aber ich frage dich trotzdem. Also ich war von Anfang bis Ende wirklich durchwegs unterhalten. Wie gesagt, mein Bauch hat geschmerzt vor lauter Lachen. Die Tränen sind mal runtergrunnen. Ich meine, bei Dialogen wie Freeze, du wirst die ganze Stadt zerstören. Pah, das lässt mich aber kalt. Immanuel, konnte nur lachen. Es ist so ein großartiger Film bis zum Schluss. Ich sehe schon, wir schaffen Michel heute noch. Ich sehe alle die Hände zusammenlegen und der Alfred, das letzte Wort hat der Alfred. Tja, dann müssen wir die Betthöhle wohl ein bisschen vergrößern. Ja. Ich mag auch, dass Alfred irgendwie seinen Geist in den Computer übertragen hat. Und oh ja, genau. Und dass er dann quasi überhaupt, dass er dann virtuell so weiter existieren kann. Ich meine, es ist ja schon so geil, da Alfred liegt im Sterben, da zum Tropf wird diese blaue Flüssigkeit gehängt, so 10 Stunden oder 6 Stunden später, nachdem sie es angehängt haben, kommt er aber im Schlafanzug, tja, ich bin wieder gesund und zwar, ich habe euch gar nichts beigebracht, schaut mal, was für Ausschau ihr da hinterlassen habt. Ich mag es auch, dass Alfred ist ja schon von Anfang an im Film krank, aber und ja. Batgirl kommt ja irgendwie erst mittendrin. Aber er hat trotzdem irgendwann die Zeit gefunden, einen Batgirl-Anzug 2 sogar zu schneidern, den Eisanzug und den Original. Und ich frage mich, wie hat er ihre Maße genommen? Also er muss ja irgendwie den Wäschekorb mal geplündert haben. Das ist ja auch schon so geil, wie sein Geist dann im Computer sagt, tja, ich habe ja eigentlich erwartet, dass du das, obwohl ich die mehrfach gebeten habe, diese Disk nicht abzuspülen oder zu öffnen, ich habe mir das schon erwartet und genau für diesen Zweck habe ich schon alles vorbereitet. Wäre schön, wenn sie das nie gefunden hätte und Batman findet irgendwann mal den Kleiderschrank mit den Batgirl-Anzügen. Alfred, was verschweigst du mir?
ach, er kann es tragen. Oder das war für Miss Vale gedacht. Das ist völlig schön, dass sie jetzt die Filme trotzdem irgendwie die Kontinuität untereinander haben, dass halt auch in Batman 2 noch Vicki Vale kurz erwähnt wird und dann ja. Batman hier in Batman und Robin irgendwie von psychopathischen Ex-Frauen redet oder sowas. Und in Batman Forever erwähnt sie noch die Catwoman kurz. Ja, stimmt. Stimmt, ja. Er hat ja sogar noch eine Freundin, Bruce Wayne. Die vergesse ich auch jedes Mal, dass er irgendwie... Die auch super hölzern ist. Ja. Ja. Das ist so ein Abziehbild. Da ging es, glaube ich, einfach nur darum, dass er sich nicht wirklich, oder dass man halt vielleicht nicht denkt, dass sich Bruce irgendwie an Batgirl ranmachen könnte. Das wäre auch irgendwie witzig, weil Alfred ist ja am Anfang so ein bisschen pikiert, als Bruce Batgirl dazu einlädt, bei ihnen zu wohnen. Und mein erster Gedanke war, Moment mal, glaubt Alfred, dass er sich jetzt an Batgirl ranmacht, an seine Nichte ranmacht? Aber dann kommt ja nur das mit, okay, Alfred macht sich Sorgen, weil er ja Batman ist und so. Aber ich finde es irgendwie, keine Ahnung. Wobei, da sind wir ja schon bei der Cartoon-Serie, wo irgendwie Batman irgendwann mal das mit Batgirl hatte? Ich weiß es nicht mehr. Also sie sagen im Batman of the Future, teasern sie on, dass die zwar mal was gehabt hätten. Ah, okay, das war dann da. Aber da ist doch Batgirl auch eine völlig andere Figur, oder? Ja, das ist hier die Tochter von Commissioner Gordon. Genau, sie ist ja eigentlich nicht die Nichte von Alfred. Ja, das ist auch keine Teenagerin. Aber da ist sie auch erst mit Robin zusammen. Also da glaube ich, da gäbe es auch Konfliktpotenzial geben können. Ich genieße eigentlich alle vier Filme sehr. Ich mag Batmans Rückkehr eigentlich am liebsten. Was sind so eure Favoriten? Also ich muss tatsächlich, also einfach nur, weil ich dafür die meiste Nostalgie aufbringe, tatsächlich Batman Forever. Ah, Mensch, ja. Nicht schlecht. Also ich mag die Tim Burton-Teile auch wirklich sehr, aber da ich die später nachgeholt habe und da eben nicht die aus meiner Kindheit schon kenne, ist halt Batman Forever der, wo ich halt zum ersten Mal aktiv auch im Kino in einem Batman-Film war. Und deswegen ist es halt der. Von den vieren ist es der. Wenn ich jetzt alle Batman-Filme nehmen müsste, wäre es wieder was anderes, aber darum geht es ja jetzt gerade. Genau. Also mir, wie dir, Parappa, gefallen mir eigentlich alle vier. Für jeder hat seine eigenen Vorzüge. Mit dem vierten hat man definitiv am meisten Spaß. Aber so gefällt mir am besten der erste, also das Original von Tim Burton. Einfach weil ich sagen kann, das ist eine Verfilmung, eine Comic-Verfilmung von Batman, die passt von vorn bis hinten. Und die ist auch für mich zeitlos. Also die kann ich mir jetzt anschauen und kann sagen, okay, das ist so ein Stil, den kann ich nicht wirklich festlegen auf die 80er, 90er oder jetzt, also neues Millennium natürlich nicht. Aber ich könnte nicht sagen, wann der Film genau spielt. Einfach weil die ganze Optik zeitlos ist. Natürlich, der Soundtrack von Prince ist da wieder eigene Geschichte, aber der kehrt für mich da irgendwie dazu. Vielleicht ist das der Stil von Gotham, die Musik in Gotham ist einfach so, keine Ahnung. Und deswegen... Ich schaue mir wirklich den Original-Batman am öftesten an. Mittlerweile denke ich, nachdem ich jetzt an Batman und Robin nachgeholt habe wieder, werde ich mir den ein bisschen öfter anschauen müssen. Aber ansonsten, das Original geht definitiv voraus. Ich glaube auch, das ist, glaube ich, der Batman-Film, wenn ich jemand, der noch nie Batman gesehen hat und du müsstest dem einen Film zeigen, um ihn zu überzeugen, wäre es wahrscheinlich auch am ehesten der 89er-Film. Einfach weil der, ich glaube, handwerklich der beste Film ist, würde ich jetzt mal sagen, so von der Schreibe, Kostüm, Charaktere etc. Ich kann das schon nachvollziehen. Und ich kann auch nachvollziehen, Batman Forever, dass der auch Eindruck hinterlassen hat, wenn man den in jungen Jahren gesehen hat. Ging mir ja ganz ähnlich. Ich habe es jetzt so beim wiederholten Sehen festgestellt, dass der Film für mich nicht gut gealtert ist. Es ist ein bisschen schade, dass wir ja nie den fünften Film bekamen, Batman Triumphant, für den es wohl anscheinend auch schon ein Skript gab. Ich weiß nicht, ob du da weißt mehr, Hude, ich habe mal danach gegoogelt und ich habe das Gefühl, dass ich jeden Link, den ich anklicke, dass ich irgendwelche anderen Infos dazu finde und ich glaube, am Ende weiß keiner so richtig, was der Film hätte werden sollen, außer, dass Harley Quinn und Scarecrow die Bösewichte hätten sein sollen. Ja, genau, also Batman Triumphant, der ist ja schon in Vorproduktion geschickt worden, bevor Batman und Robin überhaupt in die Kinos kommen ist. George Clooney wäre wieder Batman gewesen. Chris O'Donnell hätte ein Cameo gehabt und die Alicia Silverstone, die wären halt dabei in einer anderen Stadt unterwegs gewesen. Das hätte wirklich wieder ein Batman-Film nur für Batman sein sollen. Harley Quinn wäre die Tochter vom Joker gewesen oder irgendwie sowas. Ja, genau, dass die ihren Vater rächt oder sowas, ja. Genau, und der Scarecrow wäre halt aufgetaucht, weil da hätte man dann sozusagen die toten Schurken als Illusion zurückholen können und man hätte dann Jack Nicholson wieder als Joker gehabt, man hätte irgendwie am Pinguin eingebaut, Riddler wieder, Two-Face und so weiter, einfach so Cameo-Auftritte, also Rogues, who is who, der Rogues Gallery von Batman.
Also quasi so als runder Abschluss. Was ich genau halt auch gelesen habe, dass sowohl Tim Burton als auch Joel Schumacher wieder im Gespräch gewesen sein sollen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie Tim Burton wieder zurückgeholt hätten. Ja, ich denke schon, weil in der Zeit war ja dann der Tim Burton wieder am aufsteigenden Ast. Und ich denke schon noch, weil Warner hat ja zu der Zeit an ihrem Superman-Reboot gebastelt. Wie hat das geheißen? Superman Alive oder Superman Returns oder irgendwie Returns. So? Genau, mit dem Nicolas Cage als Superman. Und da war ja auch der Tim Burton, der Regisseur und Drehbuchautor. Und das war schon sehr weit fortgeschritten. Nur ist dann irgendwas passiert bei der Vorproduktion, was dann... Deswegen haben sie den Film dann auf Halde geschoben. Und denk schon, dass dann der Tim Burton wieder Batman verfilmt hätte. Aber ich denke eher, es wäre der Joel Schumacher gewesen. Weil wenn man sich die ganzen Interviews anschaut auf der Bonus-Disc von Batman und Robin, dann hört sich das auch so an, dass er fix dabei war, den fünften Teil zu drehen. Von daher... Aber hätte es mal lieber Tim Burton gemacht, der hätte uns den elenden Planet der Affen erspart. Oh, absolut, absolut. Ja. Die Gogo tanzenden Affen. Ja, das ist ein Thema, eine Geschichte für ein anderes Mal und soll hier nicht erzählt werden. um es mit Michael Ende zu sagen. Nur eine Frage noch zum Abschluss vielleicht. Angenommen, ihr dürftet bestimmen, was ein neuer Batman-Film sein würde. Was würdet ihr euch dafür wünschen? Oder soll ich erst mal anfangen und ihr überlegt euch? Ich würde mir gerne wieder mehr so eine, also wirklich wieder eine klassische Comic-Verfilmung wünschen, ähnlich wie Burton. Das muss nicht so bunt sein wie Schumacher, aber ich finde, Burton hatte schon ein Händchen für eine Comic-Verfilmung. Es muss nicht Burton wieder selbst machen, aber einfach jemand, der einen Comic-Stil trifft, der eine gewisse Bildsprache hat und dass der auch wieder dieses ein bisschen Surreale wieder zurückbringt. Ich mag die Nolan-Trilogie, aber ich mag nicht diesen Versuch, es so mega realistisch zu machen, weil es funktioniert irgendwie nicht. Ich finde, es ist trotzdem am Ende unrealistisch und das kollidiert so miteinander. Deswegen gerne wieder eine richtige Comic-Verfilmung und ich würde mir halt gerne einen Film wünschen mit entweder Scarecrow und nur Scarecrow oder Riddler, aber dann auch nur Riddler und dann halt beide gut gemacht, anstatt nur sag ich mal, Teilhaber zu sein oder halt irgendwie nur 50% vom Kuchen zu haben. Das nur ganz allgemein. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, wer jetzt heutzutage Batman spielen sollte. Ich habe so das Gefühl, so richtig die coolen Charakterschauspieler, also ich sehe gerade niemanden, der jetzt aktuell, wo ich sagen würde, oh, der muss Batman werden. Vielleicht hier der Typ, der Arrow gespielt hat oder sowas, den könnte ich mir vielleicht für diesen Steven Amell oder wie er heißt. Ah, der Casey Jones. Casey Jones war furchtbar, Jones. Aber aber also so als so ein bisschen als Playboy Batman könnte ich mir den gut, also das glaube, das könnte der hinkriegen oder so. Aber ihr wisst, wer der nächste Batman wird, ne? War der hier nicht der Twilight-Typ oder so? Genau, ja. Robert Pattinson wird der nächste Batman. Okay, der wäre in meinem Film nicht geworden. Nee, das nicht, aber ich bin tatsächlich mal gespannt, was der sonst noch so drauf hat, außer Wobei, wenn man bedenken muss, dass die Batman-Filme ja irgendwie scheinbar immer die größten Schauspieler genommen haben, die gerade populär waren. Der nächste Batman-Film müsste eigentlich The Rock haben. Oh, den würde ich mal sofort anschauen. Ja. Also, es wäre wahrscheinlich so eine Baywatch-artige Komödie mit dem Rock und da Kevin Hart wird wahrscheinlich den Robin spielen. Ich weiß nicht, ob Rock Batman wäre. Wäre schon witzig, obwohl er ist ein bisschen vielleicht sehr auffällig. Oder ob man ihm halt irgendwie... Komm, The Rock als Riddler. In so einem hautengen grünen Anzug. Ja, oh Gott, ich, ja, sehr cool. Ich möchte das gerne haben. Ein gescheiterter Bodybuilder. Ich schreibe mal meine Bestellung an Warner, bitte. Okay, wer möchte weitermachen? Ich mache jetzt mal weiter, weil meins geht so in eine ganz ähnliche Richtung als das, was du gerade gemeint hast. Und was ich gern hätte, wäre ein Film, der so ein bisschen die Ästhetik von den Arkham-Spielen hat. Weil ich finde, die Arkham-Spiele haben so genau das gute Mittelmaß zwischen dem Realismus, den Nolan macht, und dem ganzen doch sehr abgefahrenen Kram, den die Batman halt hat. So kennst du zum Beispiel in einem Nolan-Film könntest du nicht Scarecrow richtig so rüberbringen, wie er in der Cartoon-Serie ist, oder Killer Croc. Ja, Killer Croc muss ich auch gleich dran denken, ja. Oder auch Mr. Freeze oder so, das passt einfach nicht in diese Art von Inszenierung. Und die Arkham-Spiele, finden genauso das Mittelding zwischen diesem etwas realistischen, aber auch diesem völlig übertriebenen Comic-Kram.
Und in der Art und Weise fände ich den Film mal ganz geil. Und zwar auch dann mit Scarecrow als Bösewicht. Und zwar nicht nur Psychiater mit einem Sack über dem Kopf, sondern halt so, wie er halt gedacht war als Figur. Finde ich eine interessante Idee, weil ich finde, die Arkham-Spiele haben vor allem Mr. Freeze auch gut hingekriegt. Und dann vielleicht wäre das sogar ein Reboot für Mr. Freeze sogar denkbar, dann, wenn man es in dem Stil machen würde. Weil ich finde auch, so sehr ich Batman und Robin jetzt mag, ich finde einen ernsthaften Mr. Freeze würde ich auch schon noch mal gerne sehen im Stile von. Aber ich bin sicher, da wird Hude bestimmt gleich was zu sagen. Ja, zumal Mr. Freeze ja ein tragischer Bösewicht ist, das könnte man schon auch mal ernsthaft inszenieren. So. Ja. Meine Idee, die geht, ich meine, ich finde eure Ideen wirklich super. Meine ging aber schon wieder in eine komplett andere Richtung. Und zwar, ich würde eine direkte Fortsetzung zu Batman Returns machen, also zum zweiten Batman. Nur würde ich das so machen, wie als wenn es ein Batman of the Future Film ist. Der Michael Keaton ist wieder der Bruce Wayne, ein alter Bruce Wayne, kann ja mal im Anzug herumtänzeln und holt sich, kann von mir aus der Terry Guinness sein oder es ist der Tim Drake, völlig egal, es wird ein neuer der Batman, also nicht Bruce Wayne ist Batman, sondern jemand anders. Ja. Und zusammen müssen sie dann eben gegen einen Schurken vorgehen, den der Bruce vor Jahren einmal aufgehalten ist, aber der jetzt aus Arkham ausgebrochen ist und jetzt dann wieder die Stadt terrorisiert. Das kann auch zum Beispiel Scarecrow sein, weil dann kann man auch mit seinem Furchtgas den Bruce wieder seine alten Widersacher sehen lassen oder irgendetwas. Also wirklich, es muss ja nicht wirklich in der Zukunft spielen, also so ein futuristischer. Es kann ja einfach 30 Jahre später spielen. Verstehst? Also quasi jetzt wie dieser Podcast, der ja quasi 30 Jahre genau nach dem ersten Film spielt. Genau, 30 Jahre später kann von mir aus Batman H3O heißen oder wie auch immer, völlig egal. Ja. Aber das wäre meine Idee. Einfach mit einem alten Michael Keaton als Mentor Bruce Wayne, der vielleicht im Finale noch einmal kurz auftaucht und das war's. Und Bob the Goon hat überlebt. Er ist jetzt ein Cyborg. Genau. Oh, Bob the Goon ist in Wirklichkeit Scarecrow. Oh ja. Yeah. So. Dann hat man den Bogen geschlagen. Der hat, nachdem er quasi die Kugel vom Joker überlebt hat, hat er gesagt, okay, Verbrecherleben lohnt sich nicht, ich gehe studieren. Und er wurde dann Chemiker und Psychiater und hat ein neues Leben angefangen. Und dann fällt er zurück in sein altes Schema und wird doch wieder ein Superschurke. Ja, weil Bob ist ja nur sein Spitzname. In Wirklichkeit heißt er Jonathan Robert Crane. Ich sehe schon, ich finde, wir müssten euch mal. Also, auf die besten Ideen kommt Hollywood einfach nicht. Das finde ich schwach. Ja. Katastrophe. Gut, liebe Leute, ich fand es einen sehr unterhaltsamen Talk, der vor allem nach hinten hin immer unterhaltsamer wurde. Ich möchte die Leute da draußen darauf hinweisen, dass hier kein Alkohol floss. Aber ja, ich hat großen Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. So, das war unser gegen Ende doch recht alberner Talk über die alten Batman-Filme. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr diese Talkrunde zum ersten Mal gehört haben solltet, dann guckt doch auf jeden Fall auch mal beim Kanal von Parappa und beim Kanal von Hude vorbei. Da gibt es auch immer wieder sehr tolle Sachen über Filme zu sehen und über Videospiele. Lohnt sich auf alle Fälle. Und wie immer gilt, wenn euch mein Gelaber gefallen hat, dann gebt doch einen Like, wenn ihr möchtet, oder eine positive Bewertung oder einen Kommentar, je nachdem, wo ihr das Ganze anhört. Teilt den Podcast, erzählt es ein bisschen rum. Und wenn ihr ein bisschen Klimpergeld übrig habt, dürft ihr mir das sehr, sehr gerne in die Kaffeekasse werfen. Da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Diese steht auf Ko-fi und Patreon für euch bereit. Links findet ihr in der Beschreibung. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend, Mittag, Morgen, wann auch immer ihr euch das anhört. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.